sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Mülheim Menschen und Momente, der Jahresrückblick 2020. Live aus dem Wohnzimmer von Luftschiff Theo, dem Luftschiffhanger der WDL am Flughafen Essen-Mülheim. Und jetzt begrüßen Sie gemeinsam mit mir unseren und Ihren guten Morgen Mülheim-Mann und Gastgeber heute Abend, Stefan Falkenberg. Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente hier aus der Luftschiffhalle der WDL. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir und mit meinen Gästen auf dieses Jahr zurückblicken möchtet. Natürlich werden wir um Corona nicht drumherum kommen, aber uns interessieren vielmehr die schönen Momente, die emotionalen Momente, die wir in diesem Jahr 2020 erlebt haben. Ich habe mir Gäste aus Politik und Wirtschaft eingeladen und auch ganz viel Musik für euch heute Abend zu Hause. Freut euch auf die Gewinnerin von Frankies Vocal Talent, Tamer Bruns aus Oberhausen. Freut euch auf die Schlager-Pop-Jungs Zeitflug aus Essen. Unser Mülheimer Rapper Xilla V wird da sein und die Mülheimer Frank Sinatra-Stimme Richard Reichenbach wird euch mit einer schönen Version von White Christmas auf den zweiten Advent, auf den Nikolaus und aufs Fest einstimmen. Und ihr habt natürlich die Chance, auch was zu gewinnen. Unter anderem dieses tolle Handy hier, ein Smartphone Honor 10, 64 GB, ein Wochenende im Audi TT Roadster von Audi Wolf und eine Fahrt mit Luftschiff Theo. Ruft unsere Gewinnhotline an, 01378, 3x5, 3x4 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, vom Handy deutlich mehr. Mitmachen ab 18 und die Teilnahmebedingungen auf mülheimer-momente.de. Natürlich kommen wir um ein Thema nicht drum rum. Ich habe es eingangs erwähnt, Covid-19 hat uns alle beschäftigt. Das wird unser Blog jetzt sein und dazu begrüße ich zum einen unseren Stadtsprecher Volker Wiebels. Oh. Den Stadtdirektor Frank Steinfort. Hallo. Und Harald Karutz, den Leiter vom psychosozialen Krisenmanagement. Guten Abend, ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Volker, mit dir möchte ich anfangen. Wir gucken uns die aktuellen Infektionszahlen, Stand heute früh 6 Uhr an. 520 auf Corona noch positiv getestete Mülheimerinnen und Mülheimer. Ein Inzidenzwert von 136,6. Wenn ich mir die 50 jetzt vorstelle, von der unsere Kanzlerin immer spricht, sind wir noch weit weg. Das heißt, der Teil-Lockdown, der verlängert wurde, macht Sinn. Schaffen wir das bis zum 10. Januar, da runterzukommen? Bis dahin ist ja der Teil-Lockdown jetzt erstmal verlängert worden. Deine Einschätzung? Also meine Einschätzung ist, dass wir jetzt im Winter, im November, ganz starke Anstiege haben, insbesondere was die Zahl der Toten angeht. Wir haben 41 Tote zu beklagen in Mülheim. Das sind im November 29 gewesen, also die meisten Toten waren im November zu beklagen. Die Zahl macht schon erschreckend und ich denke, wenn wir die Inzidenzzahl sehen von 136 und wir waren irgendwann mal im März bei 25 und drunter und da waren wir in einer Schockstarre. Ja. Und die Menschen haben sich offensichtlich dran gewöhnt. Ich glaube, dass wir uns dran gewöhnen müssen, dass Corona uns noch länger beschäftigen wird, über den 10. Januar hinaus. Ist es dann das richtige Signal gewesen, dann ab dem 20. Dezember wieder ein bisschen zu lockern, wegen Weihnachten und vor allem auch wegen Silvester? Ja, das ist so eine Frage, nicht? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ist philosophisch zu beantworten. Ich persönlich hätte gesagt, lass es so. Wir können auch mal Weihnachten anders feiern, wir können Silvester auch mal anders feiern. Silvester ist ein ganz besonderes Thema. Mir graut so ein bisschen davor. Schauen wir mal. Dir graut es davor, wahrscheinlich auch unter dem Aspekt, die Oberbürgermeister aus dem Ruhrgebiet haben zusammengesessen und Mülheim hat gesagt, wir können kein Böllerverbot aussprechen, wir können es einfach nicht kontrollieren. Da wird jetzt an den Menschenverstand appelliert. Das ist es. Marc Buchholz, unser Oberbürgermeister, hat gesagt, unisono mit den anderen Kollegen, kein Verkaufsverbot, kein Böllerverbot. Wenn wir denn knallen lassen, dann haben wir keine Chance, das zu kontrollieren. Und wir haben keine Hotspots in Mülheim, so wie in anderen großen Städten. Also bei uns wird geböllert. Wir appellieren natürlich an die Menschen, hoffen dadurch, dass die Gaststätten zu sind, dass vielleicht da der ein oder andere zu Hause im bescheidenen Rahmen feiert. Auch da drücken wir uns die Daumen. Dann doch lieber ein kleines Tischfeuerwerk und Bleigießen in diesem Jahr lieber. Die Corona-Regeln werden ja hier und da mal ein bisschen in Frage gestellt. Ich wundere mich zum Beispiel, Fußpflege geht, wenn ich die Füße wegstrecke, wenn ich aber mit Mundschutz und unter einem Plexiglas meine Hände durchmache, das funktioniert nicht. Oder auch Gastronomie, ich muss meine Daten hinterlassen, wir sitzen auf Abstand mit 4 Personen. Waren das tatsächlich die Orte, wo die meisten Infektionen stattgefunden haben? Also wenn ich die Aussagen unserer Ärzte und unserer Experten
des Gesundheitsamtes im Krisenstab richtig einschätze, sind die meisten Infektionen zu Hause passiert. Und die meisten Infektionen sind da passiert, wo die Regeln nicht eingehalten worden sind, wo große Familien zusammengekommen sind, nicht unbedingt in der Gastronomie, auch nicht beim Friseur und auch nicht in der Schule. Jetzt haben die Gastronomen seit November wieder geschlossen, Kino ist zu, Sportstätten sind zu. Habt ihr von der Stadt irgendwelche Erkenntnisse, dass es da jetzt im letzten Monat mehr Insolvenzen gegeben hat, dass es einige schon nicht überlebt haben? Also man weiß persönlich von dem einen oder anderen, der einfach sein Ladenlokal zumachen musste oder seine Gastronomie. Die haben ordentlich zu leiden, ja, das stimmt. Wir werden das merken bei der Gewerbesteuer im nächsten Jahr. Toi, 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 wir drücken allen die Daumen, dass sie durchhalten. Okay. Kommen wir zurück zum Anfang des Jahres zu Frank Steinfort. Ich erinnere mich noch, Altweiber als James Bond auf dem Marktplatz, auf dem Rathausmarkt. Da hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Corona dein dienstlicher Begleiter bis Jahresende werden wird. Ja, das ist wohl wirklich so. Ich habe nicht im Leben damit gerechnet, dass ich mich den Rest des Jahres fast zur Hälfte der Woche damit befassen muss, ja. Aber was mir schon zu Beginn super aufgefallen ist, die Stadt ist ziemlich transparent, ihr macht Videobotschaften, ihr seid auch auf Facebook sehr offen. War das ein Ziel von vornherein, so offen und klar mit dem Virus umzugehen für uns Bürger? Als wir sahen, in welcher Breite uns das treffen würde, waren wir ziemlich schnell der Auffassung, dass wir das auch erklären müssen, was wir tun. Denn es gab ja viele Einschnitte, die wir verlangt haben und auch noch weiter verlangen. Und wir hoffen, dass sie akzeptiert werden, wenn sie verstanden werden. Ja. Ihr wart mit dem Krisenmanagement anfangs in Broich, in der Feuerwache an der alten Dreherei. Und ihr seid dann im Sommer umgezogen. Hat man euch rausgeschmissen? War es zu eng geworden? Ja, also es war tatsächlich zu eng geworden. Es hat sich gezeigt, dass zur Bekämpfung der Krise so viele Fachleute nötig sind und das Wissen untereinander so vernetzt werden muss, dass wir immer mehr Leute brauchten. Und dann sind wir in den Ratssaal gezogen, den größten Saal, den wir im Rathaus haben, mit Abständen natürlich, auch mit Masken. Wer spricht, darf die Maske abnehmen. Und dort vernetzen wir das Wissen, treffen gute Entscheidungen mit meinen Kollegen rechts und links. Und die Arbeit geht auch weiter, ja. Ja, ein Experte auch in unserer Runde, Harald Karutz, guten Abend nochmal. Wann bist du ins Boot geholt worden, schon ziemlich zu Anfang der Krise? Ja, ich bin Mitte März irgendwann mal spät abends von der Feuerwehr angerufen worden. Ich bin normalerweise Hochschullehrer in Hamburg, aber ich wohne hier in Mülheim und bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, den Krisenstab zu unterstützen. Und habe das kurz überlegt und am nächsten Morgen ging es dann auch relativ früh auf der Feuerwache los. Ja. Von welchen Erlebnissen mit deiner Arbeit kannst du erzählen? Ist das jetzt mehr so der Support von den städtischen Mitarbeitern? Kommen Bürgerinnen und Bürger auf dich zu und sagen, Mensch, kannst du mir mal helfen? Ich habe da eine Frage. Oder wie sieht deine Arbeit da konkret aus? Ja, ich könnte natürlich abendfüllend Geschichten erzählen. Also das Jahr war insgesamt ganz schwierig für alle Menschen in Mülheim und überall auf der Welt sowieso. Es sind die Eltern, bei denen die Nerven blank gelegen haben und auch jetzt noch vielleicht blank legen. Für Senioren war es schwierig, weil sie sich sehr einsam gefühlt haben. Für Kinder und Jugendliche ist es eine schwierige Zeit gewesen. Für Gastronomen natürlich auch, für viele Selbstständige. Und bei uns sind diverse Hilfeersuchen eingegangen. Man muss sehen, die meisten Anfragen sind ja gelandet in den Beratungsstellen, bei der Telefonseelsorge, bei den Sozialarbeitern, mit denen wir ja eng zusammengearbeitet haben. Und wir haben dann versucht, den Menschen so gut es geht eben Hilfe und Orientierung zu bieten in dieser schwierigen Krisenzeit. Wie geht's dir persönlich damit? Kannst du zum Feierabend sagen, ich habe jetzt Feierabend oder beschäftigt dich deine Arbeit zu Hause nach Feierabend auch noch? Ja, also das ist ja eine Besonderheit dieser Coronavirus-Pandemie. Wir sind natürlich alle selber auch in irgendeiner Weise betroffen. Das gilt für alle Krisenstabsmitglieder und für alle Rettungsdienstler und Pflegedienstfachkräfte, für Ärzte und für alle Menschen gleichermaßen. Und ich bin selbst Familienvater, habe zwei Kinder zu Hause. Meine Frau war auch im Homeoffice, musste Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen. Also das gilt für mich wie für jeden anderen im Krisenstab auch. Wir waren einerseits als Krisenstabsmitglieder in diese Lage involviert, aber auf der anderen Seite auch einfach als Mensch, wie jeder andere auch. Das Krisenmanagement unserer Stadt ist einzigartig, ist öfters auch in den Medien geschrieben worden, zuletzt jetzt noch im Spiegel. Macht einen das so ein bisschen stolz? Zeigt das, dass das der richtige Weg ist, den ihr geht?
Ja, also dieser Spiegelartikel, klar, der ist natürlich ganz schön. Der war mir, wenn ich ganz ehrlich sein soll, fast etwas unangenehm. Ich sage das mal so, der Prüfstein unserer Arbeit ist nicht ein Spiegelbericht, sondern der Prüfstein unserer Arbeit muss eigentlich sein, wie es den Menschen in Mülheim tatsächlich geht. Und wir haben das sehr deutlich vor Augen, vielen Menschen geht es nicht gut. Und viele leiden unter dieser Krisensituation. Da ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, sich stolz auf die Brust zu klopfen, wenn wir irgendwann mal die Krise tatsächlich überstanden haben, dass alles hinter uns liegt. Dann wird sicher der Zeitpunkt kommen, nochmal zurückzublicken. Und dann wird es sicher Dinge geben, wo wir sagen können, das haben wir ganz gut gemacht. Aber wahrscheinlich gibt es auch andere Dinge, wo wir nochmal überlegen können, dass man es beim nächsten Mal noch vielleicht noch besser macht. Ja. Und damit es uns hoffentlich bald besser geht, Volker, heute Mittag gab es die Pressekonferenz. Mülheim kriegt ein Impfzentrum. Ja, wir bekommen wie alle größeren Städte ein Impfzentrum. Minister Spahn hat ja festgelegt, bis zum 15.12. müssen alle Impfzentren eingerichtet werden. Wir haben lange überlegt, wo können wir das machen. Wir wollten keine öffentlichen Gebäude nehmen. Wir wollten Schule, Kultur, Sport nicht stören, wenn es denn irgendwann da mal wieder losgeht. Und dann haben wir da ein Impfzentrum drin. So hat uns die Nachfolgerfamilie vom Tengelmann-Gelände, die neuen Eigentümer, haben uns die Seminarräume dort zur Verfügung gestellt an der Wissoldstraße, mietfrei muss man sagen. Vielen Dank dafür. Und gemeinsam mit der Feuerwehr und dem THW wird das gerade eingerichtet. Unter Leitung der Kassenärztlichen Vereinigung, wir leisten administrative und organisatorische Hilfe. Wir haben keine Glaskugel hier, aber ich möchte trotzdem so einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr wagen. Ich denke mal, die Mädelnacht der Sieger ist schon abgesagt. Das Mädel-Wintergrillen, da werde ich mir wahrscheinlich ein Würstchen zu Hause auf dem Balkon auf den Grill schmeißen müssen. Wie sieht's mit der Ruhrbühne aus? Müssen wir Susi Quattro nochmal anrufen, dass sie nochmal ein Jahr später kommt? Was ist mit der Bierbörse? Wie sieht's mit den Sommer-Events aus? Wollt ihr eine Prognose wagen? Also ich glaube, alle sind im Moment Standby und warten ab, was passiert. Im Frühjahr ist es ja auch besser geworden, als dann die Veranstaltungen draußen stattfinden konnten. Da wurde es ja besser, da wurden die Zahlen besser. Zum Winter hin hat jeder gesagt, auch unser Gesundheitsamt, auch unsere ärztlichen Berater, im Winter wird es nochmal schrecklich und das spüren wir jetzt. Also schauen wir mal. Wir drücken uns alle die Daumen, damit wir ein schönes Jahr 2021 haben werden. Abschließende Frage, es ist nicht alles schlecht gewesen dank Corona. Der Social-Media-Kanal der Stadt Mülheim an der Ruhr hat einen ordentlichen Push gekriegt, die ganze Abteilung. Also da sieht man, dass die Mülheimer im Netz aktiv unterwegs sind und das spricht ja dann auch für die Arbeit vom Social-Media-Team. So ist das, da sind wir auch ganz stolz drauf. Die Kolleginnen und Kollegen haben viel dazu beigetragen, dass Transparenz entstanden ist, dass die Leute ihre Fragen beantwortet bekamen. Ich sag mal so, früher haben wir mal gesagt, auf Facebook sind nur die Verrückten unterwegs. Die Leserbriefschreiber, sage ich jetzt mal, die digitalen Leserbriefschreiber. Aber wir haben festgestellt, dass ganz, ganz viele Leute den Kanal genutzt haben, um ihre Fragen, ihre Ängste auch loszuwerden. Und wir haben immer Antworten geben können und das ist gut so. Vielen Dank. Volker Wiebel ist unser Stadtsprecher, Stadtdirektor Frank Steinfort und Harald Karutz, der Leiter vom psychosozialen Krisenmanagement. Und ich warte noch auf unser Christkindchen, denn ihr kriegt noch eine Kleinigkeit. Diana Blasius. Bitte schön einen leckeren Puhmann einmal runternehmen von der Bäckerei Hämmerle. Nehmt ruhig nochmal Platz eben. Und dann bedanke ich mich, dass ihr meine Gäste heute Abend wart. Wir haben Musik. Unser Mülheimer Rapper Xilla V ist für euch da. Und ich hoffe, das Lied, das er jetzt spielt, hat nichts mit Corona zu tun, weil sonst hätten wir noch 998 Wellen vor uns, weil wir gerade in der zweiten sind. Für euch zu Hause Xilla V und 1000 Wellen. Ich rap das, was sich keiner traut von euch. Ein Tag in meinem Kopf und du gehst drauf, mein Freund. Ich trieb's vermalt zum Exzess. Im Rauch der Zigarette steht Fett ADHS. Frische Kippe, Kaffee, selbst für Mama seh ich scheiße aus. Steine, die das Leben schmeißt, kein Plan, was ich noch weiterlauf. Gleicher Traum, Frieden finden und danach vor 10.000 Leuten diese Lieder singen. Sag mir, wie weit kannst du barfuß rennen? Einmal quer durch Alaska. Wir werfen nie das Handtuch hin. Nein, wir werfen den Anker. Ich halt mich fest. Draußen Kälte, aber ohne Angst. Ich treib mich.
weg. Tausend Wellen auf dem Ozean. Niemals, ich war nie woanders, Mann. Mit der Angst vor den Verlusten hat es angefangen. Du warst für mich Kompass durch den Nebel deiner Geschichte. Wolltest für mich stets nur pures Leben. Keiner vergiftet den Charakter, der in meinem Selbstvollhunger ruht. Traue keinem Menschen meiner Welt noch Wunder zu. Höher fallen, tiefer springen und danach vor 10.000 Leuten diese Lieder singen. Sag mir, wie weit kannst du barfuß rennen? Einmal quer durch Alaska. Wir werfen nie das Handtuch hin. Nein, wir werfen den Anker. Ich halt mich fest. Draußen Kälte, aber ohne Angst. Ich treib mich weg. Tausend Wellen auf dem Ozean. Wow, oh, wow, oh. Tausend Wellen auf dem Ozean. Wow, oh, wow, oh. Tausend Wellen auf dem Ozean. Sag mir, wie lang kannst du barfuß rennen? Einmal quer durch Alaska. Wir werfen nie das Handtuch hin. Nein, wir werfen den Anker. Ich halt mich fest. Draußen Kälte, aber ohne Angst. Ich treib mich weg. Tausend Wellen auf dem Ozean. Wow, oh, wow, oh. Tausend Wellen auf dem Ozean. Wow, oh, wow, oh. Tausend Wellen auf dem Ozean. Dankeschön an Xillavi und die Tausend Wellen über dem Ozean. Ihr guckt den Jahresrückblick Mühlheim Menschen und Momente aus der WDL Luftschiffhalle und hier oben ist in diesem Jahr ziemlich viel passiert. Hier ist nicht nur Theo zu Hause, nein, hier hat es einige tolle Events gegeben. Über die möchte ich sprechen mit Frank Peilow von der WDL. Guten Abend. Ja, guten Abend, Stefan. Und auch mit Fabian Kirking von der Filmpassage Mühlheim. Hallo Fabian. Hallo, danke, dass wir hier sind. Mit dir möchte ich ganz kurz eben anfangen. Ihr wart nämlich im Frühjahr vom Lockdown betroffen im Kino und seid es auch jetzt. Das ist ja so eine Spirale in diesem Jahr gewesen, ne? Kein Kino, keine Filme, keine Besucher und wieder von vorne. Hat es in diesem Jahr überhaupt einen Mega-Blockbuster gegeben, den ich vielleicht verpasst habe? Ja, es hat Blockbuster gegeben, auch wenn gefühlt das Kino ja oft zu hatte. Ja. Das Jahr fing ja damit an, die ersten ein, zwei Monate, ersten zweieinhalb Monate gab es ja noch Kino ganz normal. Dann gab es noch den einen oder anderen Blockbuster, der aus 2019 mit rübergerutscht ist. Ein Star Wars war da, die Eiskönigin war noch da und ja, dann ging es los im März und dann wurde erstmal verschoben. Also das ist im Kino, man ist immer abhängig davon, welche Filme starten wann und man muss genau gucken, man muss die Filme buchen, man muss Werbung für die Filme machen. Ich kann nicht einfach sagen, nächste Woche ist der Lockdown vorbei und dann von 0 auf 100. Ich muss Planungssicherheit haben, ja, ich muss wissen, welcher Verleih bietet welchen ja. Film an. Und ja, als der Lockdown dann vorbei war, gab es zwei große Blockbuster eigentlich. Einen für die Erwachsenen, einen für die Kinder. Der eine war Tenet, ganz klar. Und der andere war Jim Knopf und die Wilde 13. Und wie voll war es da? Ich kann mir vorstellen, die Kuschelsitze dann höchstens für ein Pärchen aus einem Haushalt und ansonsten alles auf Abstand. Also einen vollen Saal werdet ihr nach dem Lockdown auch nicht erlebt haben dieses Jahr. Nein, volle Seele nicht, aber wie gesagt, wir hatten die Hausaufgaben von vornherein gemacht. Es gibt bestimmte Prozedere mit Anmeldungen, mit Kontaktformular und so weiter, Plexiglasscheiben, Desinfektion, Abstand im Saal, das Übliche eben. Aber man hat gemerkt, gerade bei Tenet war es schon so, die Cineasten haben sich gefreut. Es wurde gefragt, wann können wir endlich wieder ins Kino gehen und ja, man hat richtig gemerkt, wie die sich freuen, endlich mal wieder einen Film im Kino zu sehen und dieses Gefühl einfach als Gemeinschaftserlebnis auch wahrzunehmen. Und Tenet war eigentlich ganz gut dabei. Also von den Zahlen her war es ein wichtiger Film für die Kinobranche. Macht ja auch mehr Spaß, mit Popcorn im Kino zu sitzen, auf einer großen Leinwand zu gucken, als zu Hause auf der Couch vor einem Streaming-Anbieter. Genau. Ihr habt dann nach dem Lockdown auch mit Specials gelockt, Ladies Night, mein erster Kinobesuch, Halloween konntet ihr auch noch machen. Werdet ihr damit im nächsten Jahr fortfahren, 2021? Specials gehören zum Kino mit dazu. Also egal, ob es eine Ladies Night ist oder Triple Feature, also die gehören mit zum Kino dazu. Und da machen wir natürlich auch mit weiter. Und ja, ich sag mal so, für nächstes Jahr, wie du schon sagtest, Filme wurden verschoben. Was heißt, die werden jetzt im nächsten Jahr kommen.
Zum Vergleich, diesen Sommer sollte eigentlich einer der stärksten Kinderfilme starten, Minions 2. Ja. Der wird jetzt wahrscheinlich nächsten Sommer kommen. Und da sind aber noch einige andere Blockbuster dabei, die sind alle verschoben worden. Manche sind leider auch ins Streaming abgerutscht, was natürlich für die Kinobranche nicht ganz so prickelnd ist, kann man sich vorstellen. Aber Streaming ist eben nicht Kino und Kino ist einfach vom Gefühl her immer noch einzigartig. Ne? Was ist mit James Bond? Der ist ja auch verschoben worden. Hieß da November, kriegen wir den jetzt im Kino oder müssen wir uns da ein Streaming-Abo für nehmen? Ja, also James Bond wurde mehrfach verschoben und ist wahrscheinlich der Film, der am meisten gegoogelt worden ist jetzt die letzten Monate. Und Stand jetzt soll er Ende März kommen, 2021. Wir hoffen ganz fest, dass er auch kommt, weil James Bond ohne Kino, das passt einfach nicht. Ja? Und James Bond ist ein Kinofilm und nichts anderes. Und das werden auch alle Leute bestätigen, die James-Bond-Fans sind. Und da kann man noch so oft zu Hause sich einen schönen großen Fernseher kaufen. Das ist einfach nicht dasselbe. Ja, ansonsten muss hier oben nochmal die Leinwand aufgebaut werden, Frank Peilo. Ihr habt nämlich richtig flott Gas gegeben, als der Lockdown im Kino kam. Ihr habt hier oben am Flughafen Essen-Mülheim eine Großleinwand aufgebaut und das Autokino wiederbelebt. Motormovie, war es für euch selbstverständlich, diese Aktion, dieses Event hier durchzuführen? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja überhaupt keine Kinoerfahrung gehabt, aber es gab den harten Lockdown, die Restaurants waren geschlossen und wir haben zunehmend gemerkt, dass den Menschen die Decke auf den Kopf fällt. Wir waren ja auch nicht die Ersten mit einem Autokino, das war ja schon relaunched oder wieder erfunden, aber wir wollten etwas anderes machen. Wir waren eines der wenigen Kinos, die eine Leinwand hatten, also eine LED-Leinwand, wo man auch tagsüber Filme schauen konnte, also wo auch die Familien die Möglichkeit hatten, mit Kindern hier zu gucken. Die ersten Vorstellungen liefen dann bereits schon um 14 Uhr. Wir haben hier einen besonderen Ort, das hat uns auch ein bisschen in die Karten gespielt, neben der Garage von Luftschiff Theo. Die Halle war häufig auf, also die Leute hatten immer glänzende Augen, wenn sie auf den Hof gefahren sind. Also noch gerade im Hintergrund ein paar Bilder. Und es ist nicht nur beim Kino geblieben, beim Motormovie. Ihr habt sogar Abiturzeugnisse hier verliehen. Andy Brinks war hier, Comedy mit René Steinberg, eine Livestream-DJ-Party. Also ihr habt noch nicht Gas gegeben hier oben. Ja, also wir haben relativ schnell das Portfolio erweitert, dass wir viele Künstler hier hatten, also Comedians, wie du schon gesagt hast, aber Henning Baum war hier, hat seinen Film nochmal gezeigt. Wir hatten einen Medizinkongress von der Uniklinik hier, also es war sehr, sehr breit aufgestellt. Es war für uns ein guter Sommer. Und warum habt ihr dann im Oktober abgebaut, weil es im Autokino zu kalt ist im Winter? Ja, man muss dazu sagen, also dieses Projekt Autokino, das hat ja im Sommer schon ein bisschen gelitten. Also wir waren also eines der längsten betriebenen Kinos. Wir haben insgesamt 25.000 Besucher hier gehabt in dem Zeitraum bis Oktober. Es waren natürlich auch viele Sonderveranstaltungen dabei. Aber die Jahreszeit wird naturgemäß im Herbst ein bisschen kühler, sodass das Thema Autokino dann für uns auch relativ schnell erledigt war. Aber an Events haltet ihr fest, da habt ihr weiter Bock drauf. Das soll hier oben eine größere Event-Location, wenn nicht sogar die Event-Location in Mülheim und Umgebung werden. Ja, also wir sehen es auch heute bei dem Jahresrückblick. Wir haben jetzt ein Fernsehstudio hier, das wird auch bis März hier stehen bleiben. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, die im Online-Bereich gestreamt werden. Aber wir arbeiten eben auch an Konzepten, um eben auch wieder was für die Bevölkerung zu tun, wenn es denn mal wieder losgeht. Sind wir gespannt, welche Events wir hier oben in der Luftschiffhalle dann noch erleben dürfen oder auch davor. Ich sage Dankeschön an Frank Peilo von der WDL und an Fabian Kirking von der Filmpassage und auch für euch natürlich zwei Puh-Männer von der Bäckerei Hämmerle, von unserem Christkindchen Jana. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Zwei Stück gerne. Okay, Theo sitzt hier oben, schläft hier in der Garage und ihr dürft mit Theo mitfahren. Ihr gewinnt nämlich bei unserem Gewinnspiel eine Fahrt mit Luftschiff Theo. Ihr könnt auch für ein Wochenende ein Audi Cabrio gewinnen und dieses wunderbare Handy hier. Alles, was ihr machen müsst, ist anrufen. 01378, 3x5, 3x4, kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz pro Anruf. Vom Handy deutlich teurer. Die Teilnahmebedingungen auch auf mülheimer-momente.de.
Kommen wir zur nächsten Musik. Meine drei Lieblingsalben in diesem Jahr von den Engländern Steps, das Comeback-Album What the Future Holds, Lady Gaga mit Chromatica und Dua Lipa mit Future Nostalgia. Alle hatten sie irgendwie so ein bisschen 80er-Synthi-Sound drin, auch jetzt in den neuen Singles von Miley Cyrus oder auch von Mark Forster. Übermorgen, alle sind so in der 80er-Ecke wieder angekommen. Und die Jungs, die jetzt für euch performen werden, Zeitflug aus Essen, die haben sich gleich einen 80er-Song von der Münchner Freiheit geschnappt und den gecovert. Viel Spaß mit Tausendmal Du. Dankeschön an Zeitflug, Ruben, Martin und Dennis. Tausendmal Du, nachher gibt's noch mehr Musik von euch. Oh Holy Night, ein Weihnachtslied und dann auch noch die aktuelle Single Hey Bonita hier beim großen Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente aus der Luftschiffhalle der WDL. Wir hatten in diesem Jahr Oberbürgermeisterwahl, Kommunalwahl und das möchten wir natürlich heute Abend auch hier zum Thema machen. Ich begrüße Ladies First, Monika Griefern, guten Abend, dann unseren Oberbürgermeister Marc Buchholz und Mitkandidat, Mitbewerber, den OB der Herzen, Andy Brings. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr drei. Danke für die Einladung, hallo. Auch hallo an den Endgeräten zu Hause. Marc, es ging ziemlich schnell los. Geplant war Anfang November die Amtsübernahme. Du bist aber schon Mitte Oktober ins Rathaus gezogen. Warst du so scharf drauf, den Posten von Uli Scholten zu übernehmen oder wie kam's? Ja, lieber Stefan, liebe Zuschauer, das hat nichts mit Eile zu tun gehabt, sondern wir alle wissen ja, dass der bis dahin amtierende Oberbürgermeister
dauerhaft erkrankt war. Und es war so, dass die Bezirksregierung den Alt-OB, er hört es, glaube ich, nicht so gerne, denn zur Ruhe gesetzt hat, wie es im Amtsdeutsch heißt. Und so bin ich am 7. Oktober dann ins Amt gekommen. Pi mal Daumen, 60 Tage jetzt im Amt. Wie ist so deine Bilanz bislang? Naja, für eine Bilanz ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Also ich glaube, der 15. Januar, dann sind die 100 Tage vorbei. Wird es auch ein Pressegespräch sicherlich geben. Ich glaube, das macht man so nach 100 Tagen. Aber es ist viel Neues. Ich glaube, dass ich denn zu Recht sagen darf, dass die Arbeit eines Oberbürgermeisters sich doch von der eines Beigeordneten sehr unterscheidet. Und ich merke natürlich, dass viele Menschen mit mir in Kontakt kommen wollen, ihr Anliegen vortragen wollen, Entscheidungen erwarten. Ich fand, es war ein sehr fairer Wahlkampf, den ihr drei vor allem auch gemacht habt. Monika, du warst ziemlich viel unterwegs und hast Videokonferenzen, Videocalls oder auch Leute eingeladen, Entscheider zu Videostreams. Andy war hier oben. Marc hat sogar bei mir zu Hause geklingelt, das muss ich ganz kurz erzählen. Samstagnachmittag, ich wollte mich mit meinem Mann ein bisschen ins Bett legen, weil wir müde waren, klingelt es an der Tür. Ich dachte, wäre der Hausverwaltung. Ich gucke durch die Kamera, waren da zwei Männer mit Maske. Ich denke, was wollen die jetzt vorbeibringen? Nee, war es Marc Buchholz plus Begleitung. Jetzt kennt mich unser OB auch im Schlafanzug. Aber jetzt kann ich dir sagen, du warst zu spät. Ich hatte schon Briefwahl gemacht. Naja, aber ich hatte die tolle Erfahrung, mich im Schlafanzug in der Schlafanzugbuchse zu kennen. Das ist Monika verborgen geblieben und im Andy auch. Ich war auch an Haustüren und zwar reichlich, aber vielleicht eben nicht gerade bei dir. Ja, aber jedenfalls waren das schöne, tolle Aktionen, die Erinnerung bleiben. Gut, eine von den Mitbewerbern von euch, der Wahlplakate abgenommen hat von einer anderen Partei, bleibt auch in Erinnerung. Aber das war schön blöd, ne? Das muss nicht gemacht werden, sowas. Ich würde das jetzt nicht weiter kommentieren. Nee. Ich glaube, darüber ist genügend gesprochen worden. Richtig. Wie habt ihr denn den Wahlkampf an sich jetzt unter Corona gesehen? War schwierig? Was hättet ihr ohne diesen Virus anders gemacht im Wahlkampf? Also ich fand es deshalb schwierig, weil ich glaube, meine Stärke ist auch der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe im Januar noch oder Anfang Februar noch eine Bürgerversammlung in Bruich gemacht. Die war sehr gut besucht, da waren sehr viele Fragen diskutiert und das ging ja dann ab Mitte März gar nicht mehr. Da ging es dann ja digital und in Einzelgesprächen und da erreicht man natürlich nicht so viele Bürgerinnen und Bürger direkt. Und die Haustürgespräche haben wir dann auch erst im Sommer angefangen, als es dann sozusagen ein bisschen offener wurde. Aber da erreicht man dann ja nicht mehr so viele, als wenn man vom Frühjahr aus antingeln kann. Ne? Elli, ihr zwei habt euch auch super verstanden im Wahlkampf, Monika und du, und ihr wollt auch die Arbeit weiter fortsetzen. Wir waren auch zusammen hier am Theo und haben ein Interview gemacht. Also nicht nur Andy war am Theo, ich auch. Also ich kenne ja nur Wahlkampf zu Corona-Zeiten. Es war ja mein erster Wahlkampf und deswegen hat es mich eigentlich gar nicht beeindruckt, weil ich habe einfach gemacht, was ich mache. Musik, Videos und das nach außen zu tragen, was ich fühle und denke. Und ich glaube, dass ich und die Partei den Wahlkampf sehr emotionalisiert haben. Ich glaube, wir waren ein ganz, ganz schöner Farbklecks, auch wenn wir jetzt nicht inflationär viele Hallenbäder permanent versprochen haben, war es uns, glaube ich, war unsere Aufgabe, glaube ich, wirklich auf eine emotionale Komponente oder auf die emotionale Entwicklung der Gesellschaft hinzuweisen, dass wir abseits von den ganz normalen kommunalpolitischen Themen wirklich gucken müssen, wie wir gemeinsam nach vorne gehen. Marc und ich, also wir duzen uns auch jetzt hier. Also wir tun jetzt nicht so, als wenn wir uns alle nicht duzen würden. Das fände ich auch, glaube ich, unseriös. Ne? Wir waren uns alle schnell einig, dass Corona keine Episode ist und dass, egal wer OB wird, die Hälfte der Amtszeit mit Sicherheit mit Krisenmanagement zum Großteil bestritten werden muss. Und da fand ich, dass diverse unangenehme Begleiterscheinungen im Wahlkampf total, also noch deplatzierter sind als ohnehin schon. Und deswegen, also ich möchte dann auch mal sagen, dass der Marc Buchholz ist jetzt der OB und dann muss man jetzt auch mal akzeptieren, müssen jetzt auch die vielleicht, die ihn nicht gewählt haben, akzeptieren, dass es ist und auch seiner Vision mal Zeit geben, sich zu entwickeln. Also ich bin es ja jetzt nun mal nicht geworden, aber ich verfolge trotzdem, was so passiert. Und irgendwo stellt einer eine Matratze neben einen Altpapiercontainer und sofort schreiben 10 Leute, der OB hat seinen Job nicht im Griff. Ja. Und da habe ich sofort, kriege ich sofort Puls, weil das sind bei denen ist allen schon mal der Schwager in den Glastisch gefallen, um die Versicherung zu bescheißen. Aber der OB muss jetzt hier abliefern in einer übermenschlichen Qualität. Das ist natürlich kein Mülheimer Phänomen, das ist überall so. Aber das ist
sind alles so Spielarten dessen, was wir, was ich auch mit Liebe, Sonne, Rock'n'Roll meinte. Wir haben, glaube ich, eine gesellschaftliche Verpflichtung, was die Zukunft angeht, nicht, ich rede zu lang, ne? Das mache ich gerne und ich lasse mich auch nicht aufhalten. Lass uns auch mal ganz wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung, jetzt abseits von den kleinen Themen auch das ganze große Bild nicht aus den Augen zu verlieren, wie wir als Menschen geheilt da durch und rauskommen. Andi, ich danke dir als Oberbürgermeister für das Vertrauen und ich muss mich nochmal bedanken, auch bei Dr. Monika Griefahn und Andi Brings für den tatsächlich sehr, sehr fairen Wahlkampf. Da, wo wir uns auf der Straße begegnen sind, ich sag mal, die Termine, bei denen wir denn vor dem Forum gestanden haben beispielsweise und da durchaus hunderte von Menschen direkt ansprechen konnten, haben, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass wir uns gegenseitig noch mehr Wertschätzung entgegengebracht haben. Ich habe das jedenfalls so empfunden und ich freue mich, dass ich euch denn tatsächlich in dieser Zeit habe kennenlernen dürfen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir in dieser für viele Menschen doch sehr belastenden Zeit einfach als Gesellschaft auch wieder zusammenstehen. Und das war mir auch wichtig im Wahlkampf, keine Negativsachen zu platzieren, sondern einfach zu versuchen, ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger zu machen und sie auch zu ermuntern und aufzufordern, dass wir unsere Demokratie schützen, das heißt also wirklich wählen gehen, aber auch, dass wir in der Pandemie jetzt zusammenhalten. Und ich mache nochmal einen Appell auch an dieser Stelle. Ich bin heute am Bahnhof vorbeigegangen und habe den Gabenzaun gesehen, der sicherlich nötiger denn je ist, denn wir haben immer noch Obdachlose und wir haben immer noch die Schwierigkeit, dass viele Menschen eben nicht genug zu essen haben, das Geld wird weniger, nicht jeder bekommt Novemberhilfen. Setzt doch nochmal auch daran nochmal Tüten. Ich fand, das war eine sehr tolle Initiative. Die kam jetzt nochmal von unseren Jusos, aber ich fand, trotzdem, die haben da sehr, sehr viel gemacht, auch sehr viel Einkaufshilfen gemacht. Ich finde nur, es sollten viel mehr Leute sich beteiligen. Gemacht werden, ja. Andy, bei dir möchte ich ganz kurz noch auf deine Musik zu sprechen kommen. Ich erinnere mich noch an ein Rockschlager-Cover letztes Jahr im Fernsehgarten. Du hast aber was Neues in der Pipeline. Das müsstest du nochmal bitte wiederholen, ich habe dich nicht ganz verstanden. Du hast doch was Neues in der Pipeline, eine neue Single, die bald kommt. Ja, ich bin ja jetzt wieder ein bisschen back to normal. Ja. Also ich bin natürlich trotzdem auch, bleibe erhalten, bin ja in den Kulturausschuss berufen worden, was mich auch sehr froh und stolz macht. Mache aber natürlich weiter Musik. Der 15. Januar ist, wie ich gerade gehört habe, ein doppelt schöner Tag. Ja. Marc Buchholz hat die 100 Tage um und meine nächste Single erscheint. Die heißt Sie heißt Raumschiff nach Hawaii. Und ist sehr, sehr gut. Parallel arbeite ich an einem Buch über meine Zeit als OB-Kandidat. Also es geht alles immer weiter. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, ich bin genauso froh, dankbar und stolz über die Zeit. Also ich bin wirklich durch meine persönliche Zaubertür in der Zeit gegangen, habe meine Heimatstadt neu kennengelernt. Ja. Es sind Freundschaften entstanden. Monika und ich haben uns ganz früh angefreundet. Marc und ich, wir kommen auch super klar. Ich habe auch ein sehr herzliches Verhältnis zu Horst Bielow zum Beispiel entwickelt im Laufe der Zeit. Man muss nicht immer einer Meinung sein, um sich trotzdem gut zu verstehen. Auch mit Jochen Hartmann komme ich gut klar. Ich kam auch mit Wilhelm Stalz und Amrei Debatin gut klar. Also die dürfen wir alle nicht vergessen. Wir waren alle, es war eine sehr illustre, sehr große Runde. Und was ich während des Wahlkampfs auch immer gesagt habe, auch ein OB in einer Ruhrpottstadt ist keine Diktatur. Gemeinsam geht, glaube ich, ganz viel. Und die Potenziale sind da, aber jetzt ist er's und jetzt soll er auch. Jetzt macht das, genau. Eine Frage noch an dich, Marc. Ende November gab es Corona-Maskenkontrollen an Schulen. War groß in der Zeitung, dass da Bußgeldbescheide ausgestellt worden sind, weil Abstände nicht eingehalten worden sind. Du hast mit einer betroffenen Mutter eine Videobotschaft rausgebracht. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Habt ihr die Schüler nochmal angehört? Es gab offene Briefe. Sind die Bußgelder, müssen die nicht mehr bezahlt werden? Wie sieht's da aus? Ja, schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass das durchaus nochmal ein Punkt ist, der zum Teil auch die Widersinnigkeit für manche Betrachter auch in der Corona-Schutzverordnung nochmal treten lässt. Wenn es denn heißt, an den Bushaltestellen wird, wenn man zu dicht steht, denn ein Bußgeld denn angedroht, gibt es eine Anhörung. Wenn man in den Bus geht, ist es okay. Wir haben es jetzt so gehandhabt, dass denn diejenigen, die denn zwar keinen Abstand gehalten haben und keine Maske getragen haben und auch die Maske nicht dabei hatten oder aufgesetzt haben, die bekommen eine Anhörung. Sie können dazu Stellung nehmen. Gibt es keinen triftigen Grund, dann wird es ein angemessenes Ordnungsgeld geben.
All die anderen, die denn ermahnt worden sind, haben einen Brief bekommen mit der Bitte, nochmal darauf zu achten, dass man da, wo es möglich ist, Abstand hält, da, wo es denn immer geht, die Maske eigentlich auch trägt. Und ich habe die engagierten Schülerinnen und Schüler, die den offenen Brief an mich formuliert haben, auch an die Politik formuliert haben, persönlich angeschrieben, weil ich das nicht über die Presse mache. Und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Dialog tatsächlich auch mit den Schülern weiterführen können, weil ich glaube, diese Generation ist für uns eben auch gerade in dieser Corona-Zeit wahnsinnig wichtig. Marc, vielen Dank. Du hast uns auch noch was mitgebracht. Da braucht man unser Christkindchen nochmal. Lieber Stefan, ich würde jetzt darum bitten wollen, dass wir denn nicht nur die Puh-Männer verteilen. Die machen wir zuerst als Gast. Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch schon mal bei Marc Buchholz, bei Monika Griefern und bei Andy Brings. Und Diana rennt nochmal und hat noch ein kleines Geschenk von Marc mitgebracht. Ja. Was gibt's? Lieber Stefan, wie jedes Jahr ist es Tradition, dass es denn ein Jahrbuch gibt. Und ich dachte, bei dieser Veranstaltung hier und natürlich zum Jahresende ist es ein willkommener Anlass, auf dieses Jahrbuch der Stadt Mülheim noch einmal hinzuweisen. Ganz viele tolle Stories. Wir sind auch Teil des Buches. Und ich würde das Christkind bitten, dann jetzt euch denn die Jahrbücher mit einem kleinen Schokogruß denn ebenfalls zu verteilen und hoffe, dass ihr damit dann auch entsprechend Dankeschön. Vielleicht einen schönen Moment Nikolaus. Erleben könnt. Ja. Vielen Dank für die Einladung heute. Ja, ich freue mich aber sehr. Das ist aber sehr Danke. Ja. Vielen Dank. Danke auch an die Organisatoren und an den Flughafen. Ich freue mich immer wieder, den Theo zu sehen. Und ich hoffe, dass wir hier auch demnächst zum Beispiel solargetriebene Taxis haben, Flugtaxis haben werden. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Musik für euch. Und zwar die Gewinnerin von Frankies Vocal Talent 2020 aus Oberhausen ist sie hier, Timer Bruns mit dem Annemai Kantereit Cover Ausgehen. Ich weiß, du musst früh aufstehen.
wirst du trotzdem mit mir ausgehen? Würdest du heute mit mir ausgehen? Tamay Bruns und Ausgehen beim Jahresrückblick 2020 aus der Luftschiffhalle der WDL. Schön, dass ihr dabei seid. Wir blicken auf das Jahr zurück und wenn wir eins in diesem Jahr gelernt haben, dann, dass wir wieder zusammenhalten sollen und müssen. Auch was die Gastro angeht, die Gastronomen, Stichwort Hashtag Support Your Local. Da ist ja dann teilweise auch das To-Go-Geschäft für viele in diesem Jahr neu erfunden worden. Und wir haben natürlich auch, wie eben schon gesagt, den Zusammenhalt wieder merken können und verstärkt haben, dass diese beiden Herren hier miterlebt. Zum einen von 4330 Mülheim, Dejon Gedig, und von der Freilichtbühne Hans-Uwe Koch. Schön, dass ihr zwei hier seid. Guten Abend. Schön, dass wir hier sein dürfen. Klasse. Hans-Uwe, ich erinnere mich, letztes Jahr war ich auch öfters bei euch mittwochs zur Mittwochsreihe auf der Freilichtbühne. Volles Haus, Open Air, tolle Stimmung am Bierpavillon, Lichter. Wir sehen es im Hintergrund in diesem Jahr. Aus Gründen wurde es natürlich dann auch abgesagt und das hätte euch fast die Existenz gekostet. Schnell ist Hilfe gefunden worden durch Spendenaktionen. Erzähl da kurz bitte was von. Ja, wir standen ja in den Startlöchern, die Veranstaltung über 50 an der Zahl. Wir haben 60.000 Zuschauer erwartet. Und durch die Corona-Geschichte wurden wir schnell gewahr, das hat für uns Konsequenzen, Liquiditätsengpässe. Wir hatten aufgrund von Rücklagen nur die Möglichkeit, die Fixkosten bis Mitte des Jahres zu bestreiten, weil es finden keine Veranstaltungen statt. Das heißt, ganz konkret, um es nicht zu beschönigen, wir wussten im März, es droht die Insolvenz. Wir haben dann den Aufruf in der Öffentlichkeit gestartet. Das heißt, diesmal soll der Hut nach Möglichkeit für unseren Verein Reglerproduktion rumgehen. Und es war beeindruckend, überwältigend, welche Resonanz dieser Aufruf hatte. Das heißt, neben dem tollen Zuspruch und den aufmunternden Worten wurden kleine, mittlere und größere Beiträge gespendet, sodass wir zum heutigen Tag sagen können, über 1160 Leute haben kleines und mittleres, größeres Geld gegeben. Und jetzt ist dieser finanzielle Engpass beiseite geschoben. Das heißt, wir können sagen, unser Wirken in der Freilichtbühne ist bis August 2021 dadurch gesichert. Und dann haben wir hoffentlich auch mal wieder eine Mittwochsreihe Open Air mit Publikum, wenn wir denn nächstes Jahr hoffentlich wieder Events machen dürfen. Ansonsten plant ihr es weiter digital, wie es in diesem Jahr war? Ja, genau. Aus der Not eine Tugend machen, die Krise nutzen. Das heißt, wir haben neue Veranstaltungsformate für uns neu entwickelt. Wir haben das Digitale versucht umzusetzen mit einer tollen Mittwochsreihe, die alle zwei Wochen lief. Wir haben seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder Kinovorführung in der Freilichtbühne gemacht und, und. Wir haben viele Pläne in der Schublade. Es hängt natürlich alles davon ab, was die Zeit bringt. Aber wir sind zuversichtlich. Und ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, der Schulterschluss der Bürgerschaft, die Besucher, die Künstler und wir als Veranstalter, einhergehend mit dem tollen Zuspruch aus Verwaltung und Politik, war wirklich ganz, ganz toll. Und das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft gucken. Und Spenden kamen auch durch eine Hilfsaktion, an der der Jörg beteiligt war, durch 4330 hilft. War es direkt von Anfang an klar, Mensch, wir müssen bei der Freilichtbühne aktiv werden, wir müssen da helfen, die darf nicht pleite gehen? Ja, ich hatte da ein ganz persönliches Interesse, weil wir auch in der Altstadt leben und die Freilichtbühne, speziell die Mittwochsreihe oder auch die Familien- und Kinderveranstaltungen da seit Jahren nutzen. Und für uns war es ja auch ähnlich. Wir mussten am 18. März unseren Laden schließen. Da war aber eine vorhandene Infrastruktur mit Druckgeräten. Und ich dachte, das kann nicht sein. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Wir beschaffen schwarze T-Shirts. Wir machen Druckvorlagen und dann laden wir die Regler ein, ihre eigenen T-Shirts zu drucken und gehen an die Bevölkerung, wo wir wissen, da gibt es eine große Anhängerschaft, sagen jetzt, zahlt einfach 15 Euro oder wie viel da soll man waren Dann sammeln wir dieses Geld und wir können was machen. Ja. Das war auch für uns so ein bisschen Aktionismus. Wir haben da nichts verdient, aber wir wollten auch einfach zeigen, wir sind da. Ja. Wir tun uns zusammen und ja, da ist es. Ne? Und es heißt immer, ja, 4330 hat geholfen. Nein, wir haben einfach nur die Plattform geschaffen. Wir haben das Medium geschaffen, das T-Shirt. Geholfen haben die Bürger. Ne? Aber die konnten dadurch auch zeigen, hey, ich identifiziere mich damit, ich sympathisiere, ich will helfen. Und das hat funktioniert
und wir hatten eine ganz große Rückendeckung. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, war uns noch gar nicht klar, dass es ein paar Monate später uns selbst betreffen genau, würde, wollte kurz ich vor der sagen. Insolvenz zu stehen. Erst habt ihr geholfen und danach musstet ihr gucken, dass er den Kopf aus der Schlinge zieht. Wie läuft es bei euch jetzt? Ich meine, ich sehe bei Facebook sehr viele Weihnachtsmotive, die ihr macht. Im Hintergrund gerade eine 4330 Mülheim Weihnachtskugel. Masken bedruckt ihr mit eurem Logo. Wie geht's euch gerade? Ja, ist es richtig. Also wir machen viel, wir sind präsent, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir haben eine Agentur, die sich darum kümmert, dass wir wahrgenommen werden. Das ist unter anderem eins von vielen Projekten, die wir angeschoben haben, wo auch das Land NRW uns unterstützt und sagt, den Einzelhandel digitalisieren. Also man hat auch erkannt in der Politik, dem Einzelhandel kann man nicht alleine lassen, wir müssen ihm helfen. Auch wir waren ja dann schnell dabei, einen Online-Shop zu gründen. Und das, was wir immer gesagt haben, unterstützt den Einzelhandel, kauft online. Paradox, aber so war es dann. Das hat funktioniert und das Land hat das auch erkannt. Und es gibt jetzt Fördergelder, die sind zwar noch nicht geflossen, aber wir haben begonnen, eine Agentur einzuschalten, eine Mülheimer, die uns dabei schützt, auf Facebook und Instagram uns einfach stark zu präsentieren und das funktioniert. Also wenn du uns fragst, wie es uns geht, immer noch nicht gut. Also wir haben weiterhin die Probleme, dass die Großveranstaltungen nicht stattfinden. Ja. Egal ob das Sport ist, Musik, Kultur, Messen, überall da waren unsere Kunden und das findet nicht statt. Und wir müssen uns jetzt mal wieder neu erfinden, müssen in Branchen gehen wie Gesundheit, Pharma, in krisensichere Branchen und dort unsere Sachen anbieten, unsere Sonderproduktion und das dauert aber. Nichtsdestotrotz, Einzelhandel findet irgendwie statt, die Leute finden uns, es gibt die Christbaumkugel, es gibt weiterhin unsere Sachen, aber heute kann ich dir nicht sagen, wo wir im Januar stehen werden. Trotz allem drücke ich euch die Daumen, dass es für euch beide im nächsten Jahr positiv weitergeht. Zwei Beispiele, wie in diesem Jahr vom Zusammenhalt profitiert werden konnte. Jörn Gedig von 4330 Mülheim und Hans-Uwe Koch von der Freilichtbühne. Auch für euch noch unser Christkindchen mit einem Puhmann. Jana, bitteschön. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Ihr zu Hause vergesst bitte nicht unser Gewinnspiel 01378. Dreimal die 5, dreimal die 4, wenn ihr mit Luftschiff Theo fliegen wollt. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt in eine kleine kurze Werbeunterbrechung. Bis gleich.
Gemeinsam sind wir stark. Das ist der Genossenschaftsgrundgedanke bei der MWB. Das Prinzip hat sich über Jahrzehnte bewährt und ist gerade heute wieder aktuell. Gemeinsam handeln zum Nutzen aller. Die MWB lebt diesen Gedanken jeden Tag. Bezahlbares und gutes Wohnen für alle Menschen hat für die Genossenschaft Priorität. Das äußert sich darin, dass wir für Menschen in allen Einkommensklassen immer sehr gute Wohnungen anbieten, in sehr guter technischer Ausstattung, die vernünftig bewirtschaftet werden und in Schuss sind. Mein Name ist Norbert Karras. Ich bin Luftschiffpilot bei der WDL in Mülheim an der Ruhr. Ein Flug mit dem Luftschiff hat immer etwas Ursprüngliches von der Fliegerei. Das fasziniert mich besonders. Für einen gelungenen Start kommt es immer auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bodencrew und Piloten an. Über Grund. Aus dem Luftschiff hat man einen fantastischen Blick auf die Landschaft und kann Sehenswürdigkeiten aus einer ganz einmaligen Perspektive betrachten. Nachtflüge sind immer ganz besondere Erlebnisse. Die Städte erstrahlen in bunten Lichtern und mit der Dunkelheit der Nacht entsteht an Bord eine unvergleichliche Atmosphäre. Landung freue ich mich schon wieder auf den nächsten Start. Wenn es wirklich darauf ankommt, zeigt es sich. Hier gibt keiner auf. Hier packt jeder mit an. Hier findet man einen Weg. Hier blicken wir nach vorne. Hier wird neu gedacht, neu gemacht und trotzdem noch gelacht. Danke, dass ihr alle hier seid. Gemeinsam schaffen wir auch das. Hier hilft man sich. Hagebaumarkt. Willkommen zurück zum Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente 2020. Schön, dass ihr noch da seid. Stefan Falkenberg hier. Wir haben gerade gehört, dass die Mittwochsreihe ja in diesem Jahr ausgefallen ist, aus Gründen auf der Freilichtbühne. Es sind auch noch andere Events ausgefallen, unter anderem die Bierbörse im Stadthallengarten. Wir hätten noch einen schönen Streetfoodmarkt gehabt auf dem Rathausmarkt. Auch der hat nicht stattgefunden. Das betrifft jetzt nicht nur die Aussteller selbst, sondern auch die Bühnenbauer. Einen davon habe ich jetzt hier bei mir beim Jahresrückblick zu Gast, Holger Niewind. Hallo Holger, schönen guten Abend. Von der Firma Aventim. Immerhin konntest du heute Abend uns diese schöne Studiobühne hier aufbauen. Also ein Auftrag war da. Wie viele mussten abgesagt werden? Wie viele sind gecancelt worden? Naja, wir haben das nicht gezählt, wie viele Aufträge abgesagt worden sind, aber es war eine hohe Millionenzahl, die wir da an Umsatz verloren haben. Das war interessant, weil es innerhalb von 2 Tagen passierte. Also es ist ein richtig gutes Jahr. Es war ein Jahr mit vielen großen Messen. Die Auftragsbücher waren voll und innerhalb von 2 Tagen waren alle Aufträge weg. Alles auf Null. Wenn ich jetzt an die Spielemesse in Essen zurückdenke, die ist auch online durchgeführt worden, hat online stattgefunden. Ist das jetzt die Corona-Zukunft? Geht vieles ins Netz, auch wie der Jahresrückblick jetzt? Ja, es geht nur online momentan. Und selbst die letzten Kunden, die bisher gewartet haben und gesagt haben, okay, Anfang nächsten Jahres wird es schon wieder gehen, kommen jetzt und
bitten uns doch darum, mit Ihnen zusammen digitale Konzepte zu entwickeln, um die Veranstaltungen durchführen zu können. Heißt, die Bücher füllen sich so langsam wieder und deinen Mitarbeitern und deiner Firma geht es relativ gut? Ja, relativ. Es ist halt ein kleines Feld. Ja. Das, was man jetzt hier sieht, das Studio, ist schon ein relativ großes Studio, aber es ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil der gesamten Technik, die bei uns im Lager liegt und der Rest liegt halt da rum und kostet Geld. Michael Mölders, auch zu Gast, hast lange Zeit in Mülheim gewohnt, jetzt nebenan in Essen, also ja, auch nicht so weit weg. Genau. Dich hat Corona privat getroffen, denn du warst im März in Urlaub und bist fast nicht mehr zurückgekommen. Ja, ich war mit meiner Freundin auf den Philippinen und ja, von den 3 Wochen waren 2 Wochen wirklich wunderschön. Für die meisten ist Urlaub gefühlt sehr weit in der Erinnerung, weil seitdem so viel ja passiert ist, für uns auch. Ja, die ersten Wochen waren ein Traum und als wir gerade da waren, ging das war Anfang März oder Ende Februar noch, und da ging das gerade hier mit den ersten Infektionszahlen so ein bisschen durch die Decke und alle Leute aus der Familie und Freunde sagten noch, bleib da, hier wird's gerade irgendwie alles ganz schlimm, die Leute kaufen das Toilettenpapier weg. Und auf den Philippinen gab es halt kaum Infektionsfälle und alles war irgendwie schön. Und plötzlich ging es dann da auch los und von dem einen auf den anderen Tag hieß es, ja, Manila, die Hauptstadt, Lockdown und ab in 3 Tagen keine internationalen Flüge mehr raus. Why? Durftet ihr euch dann nur auf dem Hotelgelände aufhalten? Hattet ihr dann irgendwo nur Pool, Bar und Bett? Wir haben, also unsere Idee war halt, ja, nee, wir möchten nicht hier bleiben. Mhm. Wir würden gerne noch irgendwie nach Deutschland zurückkommen. Und hatten dann so eine 3-, 4-, 5-Tages-Odyssee, um irgendwie überhaupt erstmal von einer anderen Insel auf die Hauptinsel zu kommen, dann mit Bussen nach Manila. Hotels durften niemand mehr aufnehmen, weil halt Reisen innerhalb des Landes auch untersagt war. Und also es haben ganz viele Leute, mussten auch am Flughafen schlafen, die halt irgendwie versuchten, da wegzukommen. Und also der Repatriation Flight, mit dem wir letzten Endes nach Hause gekommen sind, von der Lufthansa, war auch nur einen Tag nach unserem eigentlichen Flug. Okay. Aber die 5 Tage davor war halt wirklich, man musste immer einen kleinen Schritt nach dem nächsten machen und wusste halt nie, wie geht's weiter? Und das, was unser Plan ist, kann das überhaupt funktionieren? Und so. Ja. Das heißt, es gab jetzt auch nicht so viel Hantieren mit dem Arbeitgeber, dass du halt noch, ich sag mal, 1-2 Wochen länger Urlaub dranhängen musstest? Nee, und da ich bin ja auch selbstständig und auch in der Musikbranche, also doppelt betroffen, aber dadurch, dass ich selbstständig bin, war das nicht das Problem. Mhm. Und als wir wiederkamen, haben wir dann auch erstmal beschlossen, weil wir halt mit hunderten panischen Touristen viele Stunden an Flughäfen verbracht haben und anderswo, dass wir erstmal 14 Tage jetzt Quarantäne machen. Ja. Und den nächsten Urlaub schon geplant? Wahrscheinlich dann irgendwie in Deutschland oder so, irgendwie in die Berge? Ja, Jugendherberge in Kettwig gibt es, glaube ich, nicht mehr oder irgendwie sowas. Oder nochmal nach Mülheim zurück in die Heimatstadt. Ja. Und es gab aber auf jeden Fall auch einen Dankeschön-Post an Heiko Maas auf der Facebook-Seite. Ich glaube, mein Vater hatte das Posting abgesetzt. Dann danke, dass der Sohnemann halt nach Hause gekommen ist. Ja, also waren halt, also rückblickend klingt das halt gar nicht so extrem. Also es gibt halt Leute, die hingen ja wirklich 3 Monate irgendwo fest. Aber es sind halt so 5 Tage, in denen man nicht weiß, kommen wir jetzt hier weg? Und es hieß ja, wer bis übermorgen nicht dann raus ist, der will wohl auch 4 Wochen noch bleiben. Ja, und da weiß man halt auch nicht, ob man das dann so möchte in Zeiten, wo eine Pandemie gerade so im Anrollen ist. Also nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ja. Michael Mölders, danke schön, dass du uns diese Geschichte aus dem Jahr 2020 erzählt hast. Bei ihm ist wieder alles okay und bei Xelavi hoffentlich auch. Ihr hört unseren Mülheimer Rapper jetzt nochmal hier bei unserem Jahresrückblick. Mülheim Menschen und Momente 2020. Die Bühne gehört dir. Und ich schau mich um und sehe, eigentlich ist alles schon okay, schon okay. Mama muss sich keine Sorgen machen, der Junge geht seinen Weg, seinen Weg. Schon okay, schon okay. Bleibe nicht hier stehen, weil ich weiß, dass immer irgendwie was geht, schon okay. Wie viel Mist muss noch passieren, bis ich den Kopf verliere? War keine Hoffnung hier, in 100 Songs von mir. Hab mir nicht den Strick genommen,
Keiner hat einen Fick bekommen. Mit jeder Leine im Blick nach vorn. Sand im Kopf, was ist das schon? Nichts steckt an wie Borderline. Nichts, was hilft wie Sorgen teilen. Kann dich von dem Sturm befreien. Das fühlst nicht nur du allein. Hab Mut zu scheinen, wirf den Blick jetzt nach vorn. Haben kurz vor dem Hafen noch die Richtung verloren. Endlich frei, Sansa Stark, Randsandplan, Underdogs. Und ich schau mich um und sehe, eigentlich ist alles schon okay. Schon okay. Mama muss sich keine Sorgen machen, denn der Junge geht seinen Weg, seinen Weg. Ey, 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 ist schon okay, ist schon okay. Bleibe nicht hier stehen, weil ich weiß, dass immer irgendwie was geht, ist schon okay. Kann sein, dass ich jetzt anders rede, hab mich etwas underrated. Teufel kurz um Tanz gebeten, schafft es nicht, mich krank zu reden. Nehm niemals den Notausgang, leg mich nicht in Schonungsgang. War zu lang im Schwung gefangen, jetzt guck ich nur, wie hoch man kann. Jägermeisterflasche war mein Statussymbol. Ey, nach meinem letzten Album war ich tagelang tot. Werd seit 20 Jahren mit allem fertig, es war denn. Ich lass auf die Kälte Feuer fallen, Daenerys Targaryen. Und ich schau mich um und sehe, eigentlich ist alles schon okay, ist schon okay. Mama muss sich keine Sorgen machen, denn der Junge geht seinen Weg, seinen Weg. Ey, 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 ist schon okay, ist schon okay. Bleibe nicht hier stehen, weil ich weiß, dass immer irgendwie was geht, ist schon okay. Und ich falle und ich falle und ich steh wieder auf. Und ich falle und ich falle und ich geh meinen Weg. Und ich falle, das ist alles okay. Und ich falle und ich falle und ich geh meinen Weg. Eigentlich ist alles schon okay, schon okay. Mama muss sich keine Sorgen machen, der Junge geht seinen Weg, seinen Weg. Ist schon okay, ist schon okay. Bleibe nicht hier stehen, weil ich weiß, dass immer irgendwie was geht. Ist schon okay, ist schon okay. C'est la vie und okay hier bei unserem Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente. Wir werden ihn nachher nochmal hören mit seiner Single Toxic. Jetzt begrüße ich zwei Herren bei mir hier oben auf der Bühne. Zum einen Thorsten Drewes von der Feuerwehr Mülheim und Thomas Weise von der Polizei Essen Mülheim. Hallo die Herren. Thorsten, mit dir möchte ich anfangen. Anfangs haben wir gehört, ihr hattet Untermieter bei euch in der Feuerwache. Der Krisenstab ist dann ausgezogen. Haben die irgendwie eure Arbeit beeinträchtigt oder wart ihr wahrscheinlich, wo ich von ausgehe, ziemlich involviert? Nein, das ist ja so, dass diese Geschichten eigentlich vorgeplant sind. Der Krisenstab tagt eigentlich immer auf der Feuerwache. Es ist auch in vielen Übungen schon in den Vorjahren immer wieder der Krisenstab bei uns zusammengetroffen. Deswegen die Räumlichkeiten und die Technik dafür ist vorhanden. Wie sieht es generell jetzt im Corona-Jahr 2020 aus? Der Virus beeinträchtigt der eure Arbeit? Ja, sagen wir, die Arbeit ist anders geworden. Der Wachalltag ist anders geworden. Das heißt, Feuerwehr ist hier immer eine große Familie. Wir sitzen an einem großen Tisch, klönen, frühstücken zusammen, futtern zusammen. Das tun wir zwar immer noch, aber auch die Tische wurden jetzt bei uns auseinandergerückt. Das heißt, schon im März. Wir haben das alles ein bisschen räumlich trennen müssen. Es ist schon wirklich anders geworden. Lass uns mal auf zwei, drei Highlights, zwei, drei Ereignisse des Jahres zurückblicken. Der große Sirenentest. Lange hatten wir keine Sirenen in der Stadt gehört. Wie ist der verlaufen? Zeitgleich dazu gab es Informationen über die Warn-App Nina. Sind die Sirenen in der Stadt so zu hören gewesen, wie ich das vorgestellt habe? Muss nochmal nachjustiert werden? Ja, am 10. September war in Mülheim das Geheule sehr groß, muss man ganz tatsächlich ehrlich so sagen. Alle 36 von installierten Sirenen haben pünktlich um 11 Uhr geheult. Wir haben das ausgelöst, wir haben das beobachtet. Wir haben im Vorfeld eine Umfrage erstellt für die Bürgerinnen und Bürger. Wie können Sie es hören? Über 2500 Menschen haben teilgenommen. 90% haben gesagt, alles top, alles super, uns fliegen die Ohren weg. Nur 10% haben gesagt, es war ein bisschen leise. Da justieren wir natürlich nach.
Ja, die Warn-App Nina, nicht von uns aufgelöst, müssen wir sagen. Das ist ein bisschen in die Buchse gegangen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz hat das ausgelöst. Das war eine technische Panne, aber da kann die Feuerwehr definitiv nichts zu. Einen großen Unfall hat es auch gegeben im September. Da knabbern wir jetzt gerade auch wieder dran. Seit 20 Uhr ist die A40 in Höhe Stierum gesperrt bis zum Kreuz Kaiserberg bis zum 14. Dezember in beiden Richtungen. Der Tanklaster brannt, also die Rauchwolke war nicht nur über Mülheim zu sehen. Also das war ja wahrscheinlich so das Ereignis für euch in diesem Jahr. Nicht nur so. Also ich habe fast 36 Jahre darauf warten müssen, solch einen Einsatz zu erleben. Das erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Feuerwehrleben oder gar nicht. Ja, das ist ein Extremeinsatz. Man übt sowas im Planspiel, aber in Natura ist das noch eine ganz andere Hausnummer. Die Rauchsäule war tatsächlich von der Wache aus zu sehen. Ich bin auch sofort los. Es gehen 1000 Dinge durch den Kopf. Ja, es brannte tatsächlich ein Tanklastzug mit 35.000 Liter Super und Diesel. Der Einsatzleiter muss in Sekundenschnelle gucken. Was ist mit den Leuten in den unfallten PKWs? Der Eigenschutz der Kräfte, der geht absolut vor. Ist Explosionsgefahr oder nicht? Das sind alles so Dinge, die sekundenschnell entschieden werden müssen. Fährt da noch eine Bahn über die Trasse? Kann ja der Super-GAU sehen, in dem Moment fährt eine Bahn da drüber. Das alles muss abgeklärt werden. Im Nachhinein muss man sagen, der Einsatz ist super, super gut verlaufen. Wir sind alle gesund nach Hause gekommen und das ist das Allerwichtigste immer bei Feuerwehreinsätzen. Okay, dass jetzt ein paar Brücken abgerissen werden müssen, da können wir nichts zu. Nee. Stichwort Gesundheit. Wie sieht's aus mit Übergriffen auf Rettungskräfte? Das ist ja auch immer wieder zu lesen und zu hören. Wie sieht's da bei uns in Mülheim aus? Ja, die Statistik spricht halt dafür, dass das hochgeht, dass diese Übergriffe hochgehen. Letztendlich ist es aber auch so, dass erst seit ein paar Jahren diese Zahlen erfasst werden. Und ich denke auch, das befeuern durch die sozialen Medien, die Berichterstattung in den Medien als solches, feuert diese Geschichte sehr an. Ich beschäftige mich auch in meiner ganzen Dienstzeit schon damit. Ich bin auch schon ganz früh in den Ende 80er Jahren schon mal mit einem Krückstock bedroht worden. So ist das nicht. Es hat heute allerdings eine andere Qualität. Es nimmt zu. Dankeschön, Thorsten. Thomas, wie sieht es bei euch bei der Polizei aus? Was kannst du zu diesen Übergriffen sagen auf Einsatzkräfte? Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was der Thorsten gerade gesagt hat. Unsere Zahlen sind eigentlich in den letzten 2 Jahren relativ konstant gewesen. Man muss aber auch sagen, dass die Zahlen, die von uns erfasst werden, nicht das Taggeschäft auf der Straße widerspiegeln. Das, was die Kollegen dort erleben, dieses massive Beleidigtwerden, verbale, nonverbale Bedrohungshandlungen bis hin zum Anspucken, das sind also Sachen, die sich mittlerweile entwickelt haben, die sich nicht unbedingt in der Statistik wiederfinden lassen, aber den Einsatz jeden Tag auf der Straße schwerer machen. Die Kollegen sind mittlerweile so abgestumpft, dass viele Bereiche gar nicht mehr in eine Anzeige münden, weil die Vielzahl solcher Vorkommnisse von ihnen schon gar nicht mehr als Besonderheit wahrgenommen werden. Okay. Ich habe mir auch von euch 3, 4 Schlagzeilen rausgepickt. Klar, natürlich die rechten Schätze in den WhatsApp-Gruppen im September und auch jetzt Ende November nochmal. Da laufen die Ermittlungen, da will ich jetzt gar nicht reingrätschen, da darfst du wahrscheinlich eh nichts zu sagen. Aber wie sind die Sachen überhaupt alle ans Licht gekommen? Irgendeiner muss doch gepetzt haben oder sein Handy offen haben liegen lassen. Ja, gestatte mir bitte, dass ich da vielleicht 2, 3 Sachen zu sagen noch aushole. Also ich kann sagen, ich bin jetzt seit 40 Jahren Polizist hier in Mülheim an der Ruhr und die letzten Wochen sind für mich die schwersten in der Dienstzeit gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Dass die Polizeiinspektion Mülheim und auch meine Heimatstadt durch solche Vorkommnisse bundesweit in Misskredit geraten sind, das tut weh, das muss man sagen. Ich will aber auch sagen, dass diese Dinge durch die Polizei ans Licht gekommen sind. Es sind diese Sachverhalte von der Polizei intern ermittelt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat gerade in den letzten 10 Jahren eine sehr besondere, intensive Fehlerkultur entwickelt. Und die hat auch dazu geführt, dass ein Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen aufgedeckt wird und dieses auch sanktioniert wird. Das hat in diesem Falle auch geklappt. Die Informationen, die hinterher in diese Chatgruppen mündeten, sind durch eigene Ermittlungen der Polizei ins Licht gekommen. Im Herbst 2019 war es so, dass der Verdacht aufkam, dass ein Kollege aus Mülheim möglicherweise Geheimnisse, Dienstgeheimnisse an einen Journalisten verraten hatte. Wir wussten damals noch gar nicht, um wen es sich handelt, haben sofort eine Anzeige gegen den Kollegen erstattet.
Diese Anzeige wurde dann in Bochum bearbeitet. Das ist so bei der Polizei. Mhm. Wenn bei uns Vorwürfe vorhanden sind, muss immer eine andere Behörde ermitteln. Monatelang haben die Kollegen in diesem Kollegenkreis ermittelt, bis es ihnen dann gelungen ist, den Kollegen zu identifizieren. Es gab dann Wohnungsdurchsuchungen, ja. Handysicherstellungen und bei der Auswertung dieser Handys sind dann halt diese Chats bekannt geworden. Das ist die Situation, die wir derzeit haben. Die Ermittlungen laufen noch, das hast du richtig gesagt. Man muss aber ganz deutlich sagen, jeder Einzelfall ist da differenziert zu betrachten. Und allgemeine pauschale Vorwürfe, die wir oft gehört haben, das sind alles Nazis, sind einmal für Ermittlungen nicht hilfreich und ich kann dazu sagen, auch nicht, stimmt nicht. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr belastende Zeit für uns, selbstverständlich. Ja. Auch die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße werden täglich mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Wir lernen immer wieder auch kennen, dass Täter sich zu Opfern machen und diese Situation ausnutzen, um ihre Position besser darzustellen. Wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die Ermittlungen laufen immer noch durch die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Polizeipräsidium in Bochum. Disziplinarmaßnahmen von 36 betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die derzeit noch laufen, werden von einer Landesoberbehörde betrieben. Das ist so der aktuelle Stand. Und zu dieser schweren Zeit kommt dann noch die schwere Corona-Zeit hinzu. Ich kann mir vorstellen, die Mühlheimer sind alle zu Hause. Das heißt, weniger Wohnungseinbrüche. Wie ist da so die Statistik? Oder gibt es irgendwelche neuen Enkeltricks jetzt, weil die Menschen zu Hause sind? Ja, komischerweise sind die Wohnungseinbruchszahlen konstant zum letzten Jahr. Das liegt aber daran, dass im letzten Jahr die Zahlen sehr gut waren und in diesem Jahr die Täter es natürlich schwieriger haben, erfolgreich zu sein, wenn so viele Menschen zu Hause sind. Was uns aber richtig Sorgen macht, sind die perfiden Machenschaften von Trickbetrügern, die sich ganz zielgerichtet Senioren ausgesucht haben, um dort ihre Beute zu machen. Und wir lernen da teilweise Sachverhalte kennen, die einem sehr, sehr nahe gehen, dass also alte Menschen massiv unter Druck gesetzt werden, Ängste teilweise verspüren, weil sie glauben, in einer Notsituation zu stecken und in dem Willen quasi helfen zu wollen, nahen Angehörigen helfen zu wollen, übergeben sie teilweise unglaubliche Summen an diese Täter, teilweise Gelder, die sie das ganze Leben zusammengespart haben. Das tut sehr, sehr weh. Wir haben einen tollen Fall in Mühlheim, der so ein bisschen Licht in diese schlimmen Verfahren gebracht hat. Wir haben bei der Polizei gesagt, dass wir in Mühlheim eine Miss Marple haben, also tatsächlich eine alte Dame aus Dümmten, der es gelungen ist, dreimal Trickbetrüger hinter Schloss und Riegel zu bringen. Im Mai war der letzte Fall, da haben sich falsche Polizisten bei ihr gemeldet und wollten natürlich Geld erbeuten. Sie hat das als Finte erkannt, hat denen noch so richtig Wasser in den Mund getrieben, indem sie ihnen erzählt hat, dass sie ganz viel Geld zu Hause hat und dieses natürlich übergeben will. Während die Täter dann zu ihr hingefahren sind, hat sie einmal die richtige Polizei verständigt und hat gleichzeitig einen Schuhkarton mit Socken vollgestopft und hat diesen Karton dann den Tätern übergeben. Ja, die haben nicht viel Freude daran gehabt. Einmal waren Socken drin und zum Zweiten klicken danach die Handschellen. Eine aufmerksame Bürgerin aus Dümmten und, wie gerade gehört, viel passiert in diesem Jahr bei der Polizei Essen-Mühlheim und auch bei der Feuerwehr. Dankeschön, Thomas Weise, dankeschön, Thorsten Drewes, dankeschön an Jana, dass du nochmal das Christkindchen für uns machst. Euch zu Hause nochmal der Hinweis für unser Gewinnspiel 01378. Ja, dreimal die 5, dreimal die 4 für eine Fahrt in Luftschiff Theo, für ein Wochenende Audi und für ein tolles Handy. Wir stehen vorm zweiten Advent, vorm Nikolauswochenende und den Tannenbaum habt ihr wahrscheinlich schon bei uns in der Deko gesehen. Das Christkindchen geht auch öfters mal durchs Bild und dann fehlt noch so ein bisschen Weihnachtsmusik. Und die gibt es von einem Herrn, der eigentlich normalerweise im Dezember immer mit einer Sinatra Christmas Revue im Frankies am Güterbahnhof auf der Bühne steht, zusammen mit Musicalsängerin Nicole Mühle. Aus Gründen ist das in diesem Jahr leider nicht möglich. Dafür kriegt ihr ihn jetzt hier. Richard Reichenbach und White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear.
bells in the snow. Wir wünschen euch alle eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und auch wenn wir dieses Jahr uns an die Hygieneregeln halten müssen, so können wir doch alle zusammenhalten und eine schöne Zeit verbringen. Also fühlt euch gedrückt und von euren Liebsten umringt. Kocht euch was Schönes zu essen und seid begeistert über die funkelnden Kinderaugen und denkt an die, denen es nicht so gut geht oder die einsam sind. Aber bleibt negativ und damit gesund. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I Ich habe ja schon so an die 20 Weihnachtsfilme auf Netflix durchgesuchtet und einen Weihnachtsmarkt auf dem Balkon bei uns zu Hause für meinen Mann und mich und ein befreundetes Pärchen aus einem anderen Haus stand. Aber jetzt bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung. Richard Reichenbach und White Christmas. Dankeschön, lieber Richard. Ich hoffe, ihr zu Hause seid auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung schon. Nun, Weihnachtssterne, Lichterkette, so als Deko. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere in diesem Jahr nicht ganz so wirklich die Miete bezahlen konnte wegen Corona. Stichwort Kurzarbeit, vielleicht auch Kündigungen. Darüber möchte ich jetzt mit Frank Esser von der Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft sprechen. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Guten Abend. Dankeschön. Frank, wie sieht's aus? Sind Mieter zu euch gekommen und haben gesagt, wir müssen jetzt mit der Miete aussetzen, wir müssen die Miete vielleicht in Stufen bezahlen, weil wir halt in Kurzarbeit sind, weil wegen Corona der Job gekündigt wurde? Ja, zu Beginn war das so, dass natürlich auch wenige Mieter, muss ich allerdings zugeben, zu uns gekommen sind, mehr aus dem gewerblichen Bereich natürlich, insbesondere Gastronomen, die mit uns gesprochen haben und gefragt haben, wie das mit der Miete funktionieren soll. Für uns war klar, insbesondere für unsere Mitglieder und Mieter, dass es unabhängig davon, dass das dann auch gesetzlich geregelt wurde, keine fristlosen Kündigungen oder dergleichen geben würde, sondern dass wir gemeinsam Lösungen finden, wie wir gemeinsam die Durststrecke durchstehen und wie wir dann wieder zurechtkommen. Heißt also, wegen Corona verliert bei euch kein Mieter die Wohnung? Keiner verliert wegen Corona bei unserer Genossenschaft die Wohnung. Wie sieht es andersrum aus bei euren Mitarbeitern? Sind da welche in Kurzarbeit geschickt worden? Musstet ihr euch von Mitarbeitern trennen wegen Corona? Wir haben uns nicht von Mitarbeitern trennen müssen. Wir hatten eine Phase von etwa 2,5 Monaten, wo wir Kurzarbeit gemacht haben für etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings haben wir dann zu 100% aufgestockt, sodass die vom Einkommen her keinen Nachteil hatten und ich glaube, das auch gut durchgestanden haben. Tatsache war, dass insbesondere viele unserer Handwerker in den Wohnungen keine Reparaturen durchführen konnten, weil natürlich auch keiner jetzt jemand Fremdes in Anführungsstrichen im Haus haben wollte. Und wir dann gesagt haben, wir müssen auch da Konsequenzen ziehen, weil wir sind ja auch den Mitgliedern im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft verpflichtet. Lass uns mal kurz über ein paar Projekte sprechen von der MWB. Seniorenwohnungen am Kuhlendall sind in der Planung. Wie sieht es da aus? Ganz gut. Wir sind jetzt so weit, dass wir einen sogenannten LOI, also Letter of Intent, unterzeichnen werden.
sind mit der Senioreneinrichtung der Stadt in den Verhandlungen sehr weit und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Jahr dort bauen können. Ja, in Eppinghofen passiert auch was Neues. Scheffelviertel, das Scheffelviertel soll gebaut werden mit einer 4 für Viertel, ganz, ganz geckig, wie ihr das schreibt. Genau, Scheffelviertel, einmal ist der Name wirklich gut gewählt. Da bin ich stolz auf die Leute bei uns, die das können und machen. Leider bin ich da nicht so kreativ. Und das Zweite, es wird zum ersten Mal möglich sein bei uns, und ich glaube, das gibt es auch noch nicht häufig, ein Haus ähnlich wie in einem Auto zu konfigurieren. Wir werden also demnächst einen Konfigurator online stellen und dann kann man sein Haus konfigurieren. Und das ist da deswegen spannend. Das Quartier wird zum ersten autofrei sein. Es gibt eine große Tiefgarage, oben keine Autos. Und es wird so sein, dass man sich sein Dach, seine Fenster, die Fensterhöhe und die Farbe des Hauses aussuchen kann. Ja, kenne ich sonst aus dem schwedischen Möbelhaus von den Küchen, da kann man das machen. die Projekte, die schon abgeschlossen sind, Ruhrquartier, ein MBB-Projekt, Stadtquartier, Schlossstraße, Wohnhof Fünte, da ist alles voll, da seid ihr zufrieden mit der Auslastung? Es läuft sehr gut. Wenn Corona nicht gewesen wäre, also wir sind auch im letzten großen Projekt im Schlossquartier völlig ausgelastet. Wir haben im Moment eine Wohnung aus der Wiedervermietung sozusagen frei. Ansonsten sind alle Flächen vermietet und die Projekte, die wir gemacht haben, sind super gelaufen. Das gilt für die Mühlheimer Projekte und auch die wir derzeit in den Nachbarstädten tun dürfen. Eine spannende Geschichte habe ich in eurem MWB-Journal jetzt noch gelesen. In Heißen oben, das Nachbarschaftshaus, hat einen Podcast und der ist sogar prämiert worden. Der ist prämiert worden, da sind wir besonders stolz drauf, weil das macht der Nachbarschaftsverein gemeinsam. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh. Tut mir leid. Also gemeinsam mit einem engagierten Heißner einen Podcast und der macht im Moment Adventstürchen auf, jeden Tag ein neues. Und das ist prämiert worden in den vergangenen Wochen mit einem Preis, auf den wir sehr stolz sind. Und das zeigt, dass eben durch den Zusammenhalt und das, was Menschen wieder lernen durch die Corona-Zeit, sehr viel möglich ist und auch sehr viel Gemeinsamkeit möglich ist, auch wenn es darum geht, Abstand zu halten. Frank Esser vom MBB. Ich glaube, in diesen Podcast muss ich mal reinhören, weil Spotify hat mir gesagt, ich höre zu viel Schwedenpop. Das Christkindchen vielen herzlichen kommt Dank. Auch zu dir. Ihr vergesst unser Gewinnspiel nicht, wenn ihr mit Theo fliegen wollt, wenn ihr mit dem Audi Cabrio fahren wollt oder ein neues Handy braucht. 01378, 3x5, 3x4. Wir machen eine kleine Pause. Bis gleich. Guten Tag, ich darf euch alle ganz recht herzlich willkommen heißen in dieser spektakulären Location hier der Luftschiffhalle am Flughafen Essen-Mülheim.
Gemeinsam sind wir stark. Das ist der Genossenschaftsgrundgedanke bei der MWB. Das Prinzip hat sich über Jahrzehnte bewährt und ist gerade heute wieder aktuell. Gemeinsam handeln zum Nutzen aller. Die MWB lebt diesen Gedanken jeden Tag. Bezahlbares und gutes Wohnen für alle Menschen hat für die Genossenschaft Priorität. Das äußert sich darin, dass wir für Menschen in allen Einkommensklassen immer sehr gute Wohnungen anbieten, in sehr guter technischer Ausstattung, die vernünftig bewirtschaftet werden und in Schuss sind. Hä? Kein Akku. Gott! Aha! Ein Akku für alle Geräte. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Ihr macht's richtig, ihr guckt den Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente hier aus der Luftschiffhalle der WDL. Stefan Falkenberg hier, und wenn ich auf das Jahr 2020 zurückblicke, dann weiß ich, dass ich es am 7.3. richtig gemacht habe. Beziehungsweise Tanja und Ralf haben es richtig gemacht. Die haben Ja gesagt und nochmal zu einer richtig fetten Party vor dem ersten Lockdown eingeladen. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und das hat echt gut getan, weil danach wurde Ja sagen ja ziemlich schwer, vor allem mit Freunden und Verwandten. Und auch Abschied nehmen ist in diesem Jahr anders ausgefallen als sonst. Darüber möchte ich sprechen mit Justus Kohn von der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde. Guten Abend, Justus. Guten Abend, Frank. Wie hast du Kirche im Corona-Jahr erlebt? Also erstaunlich beweglich. Wir haben ja so ziemlich straffe Strukturen, und es war schon interessant zu sehen, wie schnell man aus diesem Normalmodus in den Krisenmodus umschalten kann. Also wir sind gleich am ersten Wochenende in den Online-Gottesdienst gegangen. Andreas Köhring hat uns da super geholfen bei. Und andere Ehrenamtliche, das wird dann alles ehrenamtlich gemacht. Das Hilfenetzwerk, was immer schon so gedacht war, ne? Also Menschen besuchen, Menschen helfen, Menschen nahe kommen, die am Rande unserer Wahrnehmung leben. Das war alles schon vorbereitet, und das konnte dann sofort Ende März in Gang gebracht werden. Und wichtig war uns da immer, dass das im Rahmen des der solidarischen Hilfe Mühlheim passiert ist. Dass man also da nicht jetzt losrennt und irgendwas macht, sondern dass man das wirklich mit anderen zusammen, auch mit dem Krisenstab zusammen macht, dass dafür gesorgt ist, dass die Leute versichert sind, die da Besuche machen oder Einkäufe machen. Oder was jetzt ganz neu dazukommt, das hätte ich nie gedacht, den Hund Gassi führen. Ja. Wenn also jemand in Quarantäne muss, wer führt das Hündchen raus? Und diese Tiere sind ja die unmittelbaren Bezugspersonen vieler Menschen, die dann gerade alt geworden sind, einsam sind. Und das ist also spannend, wie viele Menschen dann auch hilfsbereit sind und sich da engagieren und da reingehen in die Hilfe. Also das war richtig, diese Beweglichkeit, die fand ich klasse. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht viele aus der Gemeinde auch nur mal ein Gespräch gesucht haben, weil halt die Kontaktbeschränkungen da waren und sich vielleicht dann an dich gewandt haben. Also man ruft den Pfarrer eher nicht an. Der ist irgendwie komisch. Aber im Rahmen dieses Hilfenetzwerks sind ganz viele engagierte Ehrenamtliche. Und die sind diejenigen, die dann angesprochen werden und die auch hochprofessionell arbeiten. Die werden geschult, die werden begleitet. Und wenn die dann merken, jetzt ist mal jemand gefragt, der nochmal auf einer anderen Ebene oder aus einer anderen Sicht drauf guckt, guck mal Pfarrerin, Pfarrer, guck da mal hin, dann kommen wir da rein. Ja. Aber das sind sozusagen unsere Türöffner, und die machen eine ganz tolle Arbeit. Und es ist jetzt auch so, dass in diesem Netzwerk die Leute sich gegenseitig anrufen, dass angeboten ist, hör mal, wenn da jemand ist, der einsam ist, sag Bescheid. Also das läuft ganz gut. Ich habe gerade eingangs gesagt, Ja sagen und Abschied nehmen ist in diesem Jahr besonders schwer gefallen. Ist es vielleicht vorgekommen, dass du bei einer Beerdigung tatsächlich alleine an einem Grab standest? Gab es so einen traurigen Moment? Das ist im Laufe von 34 Jahren schon mal vorgekommen, ja. Aber jetzt sind zu Corona-Zeiten nicht. Nein, aber jetzt nicht. Also was passiert ist, dass ein Mensch, ein alter Mann,
anrief und sagte, ich soll jetzt mit 10 Personen in der alten Halle auf dem alten Friedhof stehen. Und wir sind doch so alte Mülheimer und sind so eingebunden in die Gesellschaft und haben so viele Freunde. Und jetzt soll ich da aussuchen und soll da mit 10 Leuten stehen. Und da habe ich gesagt, denken Sie mal, wollen wir das nicht in der Petrikirche machen? Petrikirche, schöne Kirche, kannst du 70 Leute, mehr nicht, also wirklich nur 70 Leute da reinlassen, unter den Bedingungen, die heute gelten. Ne? Schön alles aufschreiben, wer du bist, Personalien feststellen, geht ja sonst nur bei der Polizei eigentlich. Und dann habe ich gesagt, und dann, wenn jemand aus Lübeck nicht anreisen kann, aus Augsburg nicht oder aus Leipzig nicht, aus Dresden nicht, die können das dann online gucken, auch später noch. Ja. Und da war der happy und der war also in so einer Situation dann auch noch mit so einer Not umgehen zu sollen, dass ich nicht mit Menschen Abschied nehmen kann, das ist schon bitter. Aber richtig bitter war ja die Zeit, wo die Menschen nicht zu den Angehörigen durften, die im Sterben lagen. Mhm. Das war für die, die pflegten, das war für die Angehörigen, das war für die Ärztinnen und Ärzte eine nicht wirklich tolle Situation. Und da haben manche auch noch lange dran geknabbert. Du hast gerade den Livestream angesprochen, Gottesdienste im Web. Darauf wird es wahrscheinlich auch Weihnachten rauslaufen, so eine traditionelle Christmette mit vollen Bänken, wenn wir dies Jahr nicht erleben. Nein, das haben wir schon gleich im September gesagt. Das ist überhaupt nicht denkbar, dass wir da die Kirche ja eben nicht voll haben. Das ist ja auch, du bist ja was anderes gewöhnt. Das ist ja nicht mehr das Weihnachten von letztem Jahr. Wir werden, also Maria Neumann liest die Weihnachtsgeschichte, freue ich mich schon drauf. Das wird aufgezeichnet. Der Gottesdienst ist dann live. Und unsere Singschule, die Kinder werden auch unter den Bedingungen, die gelten, das Krippenspiel spielen oder ein Singspiel einspielen. Und das wird dann abgefahren an dem Abend. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man es anders kennt. Aber die haben so einen Spaß und wir haben da 40 Kinder, die wollen spielen und ich glaube nur 8 dürfen mitmachen. Und die anderen, die werden wir aber auch noch beschäftigen. Aber das ist einfach klasse. Gottesdienst Open Air Freilichtbühne habe ich auch gelesen. Ja, genau. Also 3 Gottesdienste hoffen wir, dass wir die machen können auf der Freilichtbühne mit den Freunden von Regler. Da haben wir auch schon Pfingsten Gottesdienste gemacht. Und dass wir diese Gelegenheit dann haben und dass es dann hoffentlich knackig kalt, aber trocken ist, das wollen wir mal hoffen. Ja. Justus Kohn von der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde, vielen Dank für deinen Besuch. Auch für dich, das Christkindchen mit 2 Puhmännern von der Bäckerei Hämmerle. Und wenn wir jetzt schon so von Weihnachten sprechen hier, dann möchten wir euch noch ein bisschen mehr in weihnachtliche Stimmung bringen. Der Richard Reichenbach hat gerade den Anfang gemacht. Jetzt kommen nochmal Dennis, Ruben und Martin, die Jungs von Zeitflug. Oh, Holy Night. Oh, night divine.
His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful cause grace, sweet, let all within us praise His holy. Da fahren andere Jahresrückblicke in Helene Fischer auf. Das ist doch Emotion pur hier. Zeitflug, oh Holy Night. Gleich gibt's die Jungs noch mit ihrer aktuellen Single. Hey Bonita, ihr guckt den Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente 2020 aus der Luftschiffhalle der WDL. Wir kommen zum Sport. Da ist ja auch etliches abgesagt worden. Zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft. Ich muss meine Sportkurse mittlerweile auch wieder streamen. Und die Mädel nach der Sieger, die haben wir in diesem Jahr auch nicht stattfinden lassen können. Darüber spreche ich zum einen gleich mit Mara Essers von der Tanzschule Dance It aus Sahn, mit Sebastian Winkler von den Shamrocks und mit Ralf Wind und Martina Ellerwald vom Mülheimer Sportservice. Hallo in die Runde. Ich habe es gerade gesagt, die Mädel nach der Sieger, Ralf, Martina, die ist in diesem Jahr abgesagt worden. Wir haben beim Radio noch kurz vorher die letzten Karten verlost, weil man dachte, Mensch, das passt vorm Lockdown noch, hat da nicht geschafft. War das das erste Mal, dass die Mädelnacht abgesagt worden ist? Das erste Mal seit 50 Jahren, ja. Ja, und dann auch gleich fürs nächste Jahr habt ihr es auch gecancelt, ne? Und zumindest für nächstes Jahr auch, ja. Wäre so eine Online-Veranstaltung nichts? Also ein Fußballspiel ohne Zuschauer ist schon gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube nicht, dass wir so ein Event wie die Mädel nach der Sieger ohne Zuschauer durchführen können. Hinzu kommt, da brauchen wir mal ein bisschen Kleingeld, um die Show zu bezahlen. Und wenn jetzt nicht Radio Mülheim einspringen würde als Sponsor, können wir das uns nicht leisten. Ja. Wir haben wohl daran gedacht, die Sportlerehrung nachzuholen bei einer angemessenen Veranstaltung, Mitgliederversammlung Sportförderkreis oder Mitgliederversammlung vom Mülheimer Sportbund. Die sind ja ausgefallen. Ja, und jetzt kommt hinzu, dass das Sportjahr 2020 ja gar nicht stattgefunden hat. Also ist es auch schwer, eine Veranstaltung dann zu planen. Aber ihr habt eine Umfrage gestartet, wie digital der Mülheimer Sport aufgestellt ist. Was für Ergebnisse habt ihr da gekriegt? Na gut, also Sport selbst muss man ja noch analog betreiben. Also, aber
die Digitalisierung hat hier Einzug gehalten, also sei es bei Trainingshilfen, Trainingssteuerung, wenn ich eine Pulsuhr habe, wenn ich Golf spielen gehe, weiß ich, wie weit der Ball zu fliegen hat. Aber es geht ja auch darum, die Vereine etwas besser aufzustellen, was den Service für ihre Mitglieder angeht. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona haben Vorstandssitzungen halt auch digital stattgefunden. Und was ich ganz gut finde, viele Vereine aus Mülheim haben dann auch ein Online-Sportangebot den Mitgliedern unterbreitet. Fragen wir doch gerade mal in die Vereine rein. Sebastian von den Shamrocks, American Football ohne Gegner ist doof online, ne? Das ist korrekt, definitiv. Wir wurden zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt getroffen. Unser halber Verein saß auf gepackten Sachen oder war schon auf dem Weg ins Trainingslager. Mhm. Das mussten wir dann genau zu dem Zeitpunkt, wo wir losfahren wollten, zurückrudern. Wir haben eine relativ große Trainertruppe, die auch zudem noch relativ jung ist. Und die haben einen super Job geleistet und innerhalb von wenigen Tagen ein fähiges Online-Programm auf die Beine gestellt. Und das hat sich für die erste Zeit definitiv rentiert. Aber ihr seid doch sowas von super eingepackt. Ihr habt Helme mit Visier, da vielleicht noch ein bisschen Plastik vor. Dann ist das doch Corona-konform, der Sport. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Wobei es auch andere Stimmen gab, die sowas vorgeschlagen haben, was aber einfach nicht durchführbar ist. Dafür gibt es zu viel Kontakt. Ja. Aber ihr hattet ein Feriencamp, das konntet ihr machen, auch unter besonderen Bedingungen. Aber das hat stattgefunden und hat Spaß gemacht. Genau, das war super. Das war eine super Kombination vom Trendsport, also von der Jugendabteilung des MSS. Wir hatten dieses Jahr gar keine Möglichkeiten, uns irgendwie in der Öffentlichkeit zu präsentieren und Mitglieder zu werben. Auf das sind wir angewiesen. Und dementsprechend haben wir uns an den Trendsport gewandt und die haben es möglich gemacht, dass wir ein Feriencamp initiieren. Und da hatten wir 13 Teilnehmer, die eine Woche lang Sport gemacht haben mit uns. Ja. Unser Ziel dabei war relativ einfach. Wir wollten innerhalb von 3 Tagen so die Basics durchgehen, also das ganz rudimentäre Footballwissen, wie fängt man Ball, wie wirft man Ball, ja, und dann hinterher mit denen eine 5-gegen-5 Variante Football spielen zu können, und das hat super funktioniert und wir haben dadurch auch 4 Mitglieder gewonnen. Schön. Die jetzt ihr Probetraining bei uns, ja, in der digitalen Version mitbekommen. Ausblick auf Februar, Super Bowl, wird der stattfinden, was weißt du da? Das ist auf jeden Fall ein kniffliges Thema. Also der Super Bowl selbst, es ist noch nicht ganz klar, wann er stattfinden wird. Mhm. Normalerweise sind diese Termine 3, 4, 5 Jahre im Voraus bekannt. Ja. Es mussten aber einige Spiele gecancelt werden. Und jetzt wird überlegt, ob man den ein Stückchen hin und her schiebt. Und das Datum ist noch gar nicht bekannt. Okay. Wenn es denn irgendwie möglich ist, also wenn die aktuellen Corona-Schutzverordnungen uns das erlauben, werden wir aber trotzdem bei unserer Veranstaltung bleiben. Und im Notfall werden wir sie halt einfach absagen müssen. Und ganz kurz noch, wie läuft bei euch so die Saison bislang? Bitte? Die Saison bei euch, wie läuft die bislang? Die Saison wurde leider komplett kassiert, weil wir vor der Saison waren. Unser Landesverband hat immer probiert, das etwas nach hinten zu schieben und sich das offen zu halten. Irgendwann wurde klar, dass eine normale Saison einfach nicht möglich ist. Dann gab es einen geplanten Ersatzspielbetrieb, der immer weiter nach hinten geschoben auch nicht stattfinden konnte. Wir haben mit ein paar Teams ganz kleine Veranstaltungen gemacht, zum einen vereinsintern und zum anderen auch mit den ganz jungen Teams, mit anderen Teams zusammen. Immer unter den gerade geltenden Corona-Schutzverordnungen. Was aber auf jeden Fall in diesem Sommer geklappt hat, das war Sport im Park. Und das war erfolgreich. Ja, durchaus. Wir sind seit 2014 ja mit dem Mülheimer Sportbund dabei, in den Sommermonaten kostenlose Sportangebote den Mülheimerinnen und Mülheimern zu präsentieren in den Parks. Und selbst in diesem Jahr unter den Hygienebedingungen haben wir einen Besucherrekord verzeichnen können. 3.750 Besucherinnen und Besucher in den 3 Monaten. Und das hat uns bewogen, auch noch eine Herbstedition hinten dran zu hängen. Und die war auch recht gut, ne? Die war nicht ganz so erfolgreich, weil natürlich das Wetter dann entsprechend war. Aber auch da waren die Teilnehmer sehr zufrieden. Yoga, Pilates, sowas im Angebot. Ganz genau. Yoga, Pilates ist immer das Highlight. Ja. Und es gab dann noch ein weiteres Highlight, Premiere vom Sportpark Stierum. Diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Freilufthalle, viel Platz, Open Air, alles ist auch noch gar nicht fertig. Ne? Da wird noch weitergebaut. Richtig, das ist unser größtes Sportbauprojekt im Moment, der Sportpark Stierum. Vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht, wir würden da eine Wohnbebauung hinbekommen und dann haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Stierum
quasi aufbegehrt und gesagt, nein, wir wollen unseren Sportplatz behalten und dass wir in den wenigen Jahren dann diesen Sportpark bekommen haben, dank einer Landesförderung, ist sensationell und natürlich auch dank der Unternehmensgruppe Tengelmann, die uns ja die Freilufthalle, die Tengelmann Arena gespendet hat. Und der erste Bauabschnitt, das ist richtig, die Tengelmann Arena mit dem Fitnessbereich, ist fertig. Innerhalb eines Jahres ist der entstanden. Und pünktlich zu den Sommerferien ist er fertig geworden und auch da war der Zuspruch sehr groß und wir konnten den Stieromerinnen und Stieromern und natürlich auch den Vereinen und Mülheimern insgesamt dort einen Platz bieten, auch Corona-konform. Wir hatten also Personal vor Ort, das dann darauf achtete, dass alles geregelt ablief. Und ihr könnt endlich was von eurer To-Do-Liste runterstreichen. Was lange währt, wird endlich gut. Es kommt eine Kunststofflaufbahn für Leichtathletiken. Ja, also das ist das größte Weihnachtsgeschenk, glaube ich, was wir in Mülheim bekommen konnten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat uns 750.000 Euro bewilligt für die lang ersehnte Kunststofflaufbahn. Die erste in Mülheim, die letzte Stadt in Deutschland, die eine Kunststofflaufbahn bekommt. Und wir sind hoffnungsfroh, dass es nicht die letzte bleibt, denn wir brauchen auch noch an der Mintaler Straße eine zweite Laufbahn und da haben wir noch einen Bundesantrag laufen und hoffen noch. Also dann doch noch nicht ganz von der To-Do-Liste streichen. Was in diesem Jahr auch ausgefallen ist wegen Corona, das sind die Schwimmkurse. Wie geht's damit weiter? Schwimmen ist wichtig, immer weniger Kinder können schwimmen. Was machen wir da? Das ist richtig. Wir haben ja Schwimmen in der Schule weitermachen können, aber auch da haben wir festgestellt, dass durch den Lockdown weniger Grundschüler anschließend, die auf die weiterführende Schule gewechselt sind, Schwimmer waren. Darum sind wir froh, dass wir zumindest den Schulsport, den Schwimmsport weiter fortführen können. Jetzt da haben wir auch bewährte Projekte dank MWB und auch der Bürgerstiftung, dass wir Übungsleiter in die Grundschulen geben, die Schulen unterstützen. Und wir haben Ferienschwimmcamps, auch ganz aktuell. Jetzt haben wir in den Herbstferien noch eins machen können. Das machen die Schwimmvereine. Und da haben wir in 2 Wochen einen Intensivkurs gehabt, 5 Tage die Woche, 2 Wochen lang, also 10 Tage Schwimmkurs. Und wir haben über 100 Kinder in den Camps gehabt und wir sind jetzt mit den Schwimmvereinen in Verhandlungen, dass wir im nächsten Jahr diese Camps ausweiten wollen, damit wir noch mehr Kinder unterstützen können. Das ist sehr wichtig. Tanzen ist auch ein schöner Sport. Mara, wie sah es bei euch aus? Ihr wart ja auch vom Lockdown betroffen. Habt ihr dann zu Hause vor Skype getanzt, Videos zusammengeschnitten und euch da bewegt? Alles. Also alles Mögliche. Wir sind kreativ geworden. Wir haben Videos geschickt, ganz viel im ersten Lockdown. Jetzt machen wir ganz viel online, wir haben verschiedene Sachen gemacht und wir haben wirklich das Glück, das muss ich wirklich sagen, wir haben tolle Leute an unserer Seite, die auch jeden Spaß mitmachen und dadurch kommen wir ganz gut durch die Zeit, obwohl wir so weit auseinander sind, machen wir trotzdem mit allen Tänzern ganz viel zusammen, egal ob klein, ob groß. Aber auch da kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, entweder in der Tanzschule hast du Pärchen, die zusammen tanzen und zu Hause zusammen wohnen oder aber meistens jetzt so Videoclip-Dance, da stehst du ja weit auseinander. Ich durfte auch mal mit euch aber tanzen, da hatte ich keinen Kontakt zu den anderen. Das stimmt, das haben wir auch natürlich umgesetzt, die Verordnung gab es. Wir haben in Kästchen getanzt mit Abständen, ne, wir haben ganz spontan Stundenpläne gemacht, immer wieder neue Sachen in Kästchen, dann so ein Abstand, so viele Leute, das hat sich ja immer geändert. Da ist man dann ganz spontan und reagiert, macht immer das Beste draus, weil immerhin sind wir, ne, der Sport, das Tanzen, was auch immer, dafür verantwortlich, dass das Positive irgendwo noch rauskommt in der Zeit. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, auch den Schülern, den Tänzern zu vermitteln, dass wir uns einfach nicht unterkriegen lassen. Was wahrscheinlich auch ausgefallen ist bei euch, das sind die ganzen Wettkämpfe. Das stimmt, da war gar nichts. Ja. Auch dieses Jahr wären wir bei der Mädelnacht der Sieger gewesen. Auch das ist ja ausgefallen und wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr wieder irgendwas stattfindet. Aber wissen tut man es nicht. Aber wir hoffen das Beste. Und wenn ich richtig informiert bin, gab es aber ein Jubiläum in diesem Jahr bei euch. Ja, das stimmt. Ja. Die Tanzschule ist 10 Jahre geworden. Soll ich ganz liebe Grüße von der Spätschicht ausrichten? Hat man mir über Instagram gesteckt. Grüße sind ausgerichtet. Wie süß. Wie geht es jetzt nächstes Jahr für euch weiter? Irgendwelche Pläne? Spontan bleiben, kreativ bleiben, immer neue Ideen.
ganz viele Livestreams, Videos und weiter darauf hoffen, dass die Leute so motiviert dabei bleiben, wie sie es gerade sind. Und eine kleine süße Motivation kriegt ihr jetzt von unserem Christkindchen, von der Jana. Dankeschön an Mara Essers von der Tanzschule Danzig. Danke. Sebastian Winkler von den Shamrocks, Martina Ellerwald und Ralf Wind vom Mülheimer Sportservice. Besten Dank für euren Besuch. Denkt noch mal kurz dran, ne? 01378. Dreimal die 5, dreimal die 4, das ist unsere Telefonnummer für euer Gewinnspiel, für Theo, für das Wochenende Audi oder für das neue Handy. Der 21. März, das war der Tag, an dem die Freeland Revival Party hätte stattfinden sollen im Frankies am Güterbahnhof. Aber aus Gründen durfte das natürlich dann nicht so passieren. Die Location war da, die DJs waren gebucht. Da haben wir kurzerhand gesagt, Mensch, lasst uns doch eine Party für zu Hause machen. So ist die Livestream-Party ins Leben gerufen worden. Ganz, ganz viele Editions gab's und wir wollten da noch mehr draus machen. Da haben wir gesagt, lasst uns doch eine Castingshow machen. Frankies Vocal Talent ist daraus entstanden. 10 talentierte Sängerinnen und Sänger aus dem Ruhrgebiet sind aufgetreten und die Siegerin, die haben wir jetzt für euch hier. Bühne frei für Time My Bruns aus Oberhausen mit ihrer Debütsingle Hey Hello. To just breathe in and out, you dare to cry out loud. It's okay to ask yourself what life's about. It's okay to see the good in the bad. You don't have to worry about that. It's okay to lay low for a little while. But hey, hello my dear, why you don't have no fear? When life is like a roller coaster. But hey, hello my dear, why you don't have no fear? When your head is under. Sure you make it through. Don't walk a mile in anyone's shoes. It's okay to think about yourself someday. It's okay to think that you're alone when no place feels like home. It's okay to just be guided by your. Tamay Bruns und Hey Hello beim Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente 2020. Tamay, wenn wir nachher zum Finale auch nochmal weihnachtlich heute Abend hier im Stream erleben. Die Weihnachtsferien fangen heute in 14 Tagen an. Ein paar Tage eher als geplant, aus Gründen. Ich meine, es ist ja schon verdammt viel Unterricht ausgefallen in diesem Jahr wegen dem Lockdown. Ging halt nicht alles über Homeschooling. Friedrich Linder ist bei mir, der Vorsitzende vom Förderkreis der Karl-Ziegler-Schule. Schönen guten Abend, Friedrich. Hallo, guten Abend. Großes Thema, wie gesagt, in diesem Jahr an den Schulen Homeschooling. Und eure Schule, die war schon vor Corona digital ziemlich gut aufgestellt. Warum das? Ja, das ist wirklich wahr. Vielen Dank für die Einladung erst einmal. Wir waren vorher schon gut aufgestellt, weil wir in Eigeninitiative die Digitalisierung vorangetrieben haben. Mhm. Das Problem ist, leider hat uns das Land
und vielleicht auch der Schulträger im Stich gelassen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, Anfang 2018, dass wir in Eigeninitiative die Digitalisierung an unserer Schule vorantreiben. Und dann hat Homeschooling wahrscheinlich reibungslos funktioniert. Sollte man denken, aber dem ist natürlich nicht so. Man kann nicht von heute auf morgen von Präsenzunterricht auf Homeschooling switchen. Das ist unmöglich. Wo gibt es da jetzt noch Justierungsbedarf, Nachholbedarf, gerade auch bei euch? Technische Ausstattung ist ein ganz großes Thema. Wie soll man an einer Schule, die kein Internet zur Verfügung hat in den Klassenräumen, wie soll man da vernünftigen Unterricht heutzutage 2020 leisten können? Wir sind digitalisierungstechnisch, ich würde mal sagen, in Deutschland irgendwo bei 2004 stehen geblieben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich frage jetzt mal die, die es tatsächlich betrifft. Und zwar zwei Schülerinnen aus der Q1, Emily Linder und Melissa Schneidereit. Schön, dass ihr auch hier seid. Präsenzunterricht macht doch tatsächlich viel mehr Spaß als Homeschooling im Jogger auf der Couch. Ist dein Mikro an? Versuch nochmal. An sich fand ich das zu Hause besser. Der Präsenzunterricht, der hat zwar gefehlt teilweise, aber dadurch, dass wir halt sehr gut aufgestellt waren und dass das nach ein paar Wochen echt gut funktioniert hat, hat das auch zu Hause genauso gut funktioniert. Und das hat uns auch allen sehr viel weitergeholfen. Aber das waren jetzt nicht so 6 Stunden wie sonst im Stundenplan zu Hause, alle online? Teilweise waren es dann 3-4 Stunden, aber halt über den Tag verteilt. Und man musste halt dann auch die Aufgaben machen und einschicken und das war auch ganz gut. Ist alles erledigt worden oder fehlt irgendwelcher Stoff, der jetzt auf die nächsten Stunden, Monate, Wochen geschoben wurde? Also ich würde jetzt sagen, dass ziemlich viel Stoff sogar fehlt, beziehungsweise dass bei jedem Schüler eine andere Grundlage, also wir haben nicht alle dieselben Voraussetzungen jetzt in diesem Schuljahr, weil wir auch aus unterschiedlichen Kursen kommen, jetzt vor allen Dingen in der Oberstufe. Und es fehlt halt ziemlich viel. Also das merkt man auch jetzt, vor allem in der Klausurenphase. Auch der Druck, unter dem wir jetzt persönlich stehen, allein auch die Situation ist ja für uns alle neu. Ja. Aber jetzt vor allen Dingen für uns Schüler würde ich jetzt einmal sagen, dass der Druck, also allein durch Schule, der Druck ist eh immer hoch. Aber jetzt speziell durch Corona, auch mit dem Stoff, den wir jetzt verpasst haben, ist das echt ziemlich hart. Wie läuft es jetzt gerade in den Klassenräumen mit Maske, mit Lüften? Ist das okay? Es wird immer gesagt, ja, die Schüler mit der Maske, das geht gar nicht. Die müssen sich warm anziehen, das Lüften, die haben kalt. Erzählt mal, wie fühlt ihr euch dabei jetzt? Also es ist echt schwer teilweise. Ja. Also an die Maske gewöhnt man sich, aber ans Lüften gar nicht. Weil wir sitzen da wirklich mit Winterjacken, mit Schalmütze und Decken. Und das ist halt auch bei der Konzentration, auch während Klausuren echt nicht angenehm. Und noch haben wir keine Minustemperaturen. Ne? Das war ja gerade mal ein bisschen Frostanfang, den wir hatten. Wer weiß, was da noch kommt. Habt ihr explizit einen Wunsch an die vielleicht Mülheimer Politik, an die Politik in Berlin? Was fordert ihr jetzt in Sachen Corona an für die Schulen? Also ich könnte jetzt mal einen generellen Wunsch äußern. Gerne. Ich glaube, da spreche ich auch für die ganze Qualifikationsphase, jetzt für die ganze Oberstufe, dass die Anforderungen für die Abiturprüfung einfach runtergenommen werden. Das ist einfach... Diese Situation ist echt nicht einfach für uns Schüler jetzt nochmal, kann ich nochmal hier unterstreichen. Mhm. Das ist einfach nicht einfach jetzt mit dem ganzen Stoff, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Und die Abiturprüfungen kommen halt jetzt auch für uns, rücken immer näher. Wir sind ja jetzt in der 11. Klasse und das wird hart werden. Ich frage mal eure Chefin, Simone Reun ist auch hier die Schulleiterin. Ja, guten Abend. Können Sie verstehen, was die beiden Mädels da so wünschen und fordern? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch... Eine Thematik, die die Lehrkräfte sehr stark beschäftigt, diesen Spagat sozusagen zwischen dem, der großen Menge an verpasstem Unterrichtsstoff durch Corona, trotzdem die Abiturauflagen zu erfüllen, sozusagen die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, bestmöglich auf die anstehenden Abiturprüfungen. Und ja, da haben wir sozusagen auch noch keine Lösung für. Und ich denke tatsächlich, man muss noch einmal an dieses Thema ran, denn es kann auch nicht sein, dass das auf den Schultern sozusagen der leidtragenden Schülerinnen und Schüler tragen wird das Ganze, sondern man müsste da einfach von Oberstelle mal sehen, wie man das doch ein bisschen entschlacken kann, vielleicht so im Hinblick auf mehr exemplarisches Lernen, sodass man ein wenig auch dann den Druck rausnehmen kann.
Aber ansonsten kann man doch trotz allem froh sein, dass Sie digital so gut aufgestellt sind. Auch wenn gerade Friedrich sagte, teilweise Internetvoraussetzung noch 2004, aber es gibt ja noch Schulen, die sind noch schlimmer dran. Ja, das auf jeden Fall. Also was wir im Frühjahr auf digitale Weise vorangebracht haben, wir haben da Schritte vollzogen, da hätten wir normalerweise mehrere Jahre für gebraucht. Also das war wirklich ganz enorm, was wir da erreicht haben. Und wir profitieren da jetzt auch aktuell sehr von, denn aktuell gibt es ja immer wieder Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne sind, die also von zu Hause aus beschult werden müssen. Und da können wir jetzt die digitalen Strukturen, die wir jetzt erzielt haben, wunderbar für nutzen, sodass wir da also auch da gute Möglichkeiten haben. Ja, und man muss sagen, dass das digitale Lernen jetzt auch immer mehr in den regulären Schulunterricht Einzug genommen hat. Also immer mehr Lehrkräfte nutzen es auch für reguläre Unterrichtsstunden. Und da ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten und das ist auch wirklich eine Bereicherung für den Unterricht. Ja. Wie sehen Sie es, dass die Weihnachtsferien jetzt ein paar Tage eher anfangen, gut oder eher schlecht? Also ich glaube, so im Hinblick auf das Infektionsgeschehen ist es schon vernünftig. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Wobei wir uns auch ein wenig Sorgen machen, wie es dann nach Weihnachten weitergeht. Mhm. Weil wir so ein bisschen davon ausgehen, dass die Zahlen tatsächlich über die Weihnachtstage, Silvester schon nochmal deutlich ansteigen werden. Und wir möchten natürlich auch nicht, dass wir Schülerinnen und Schüler mit hohen Infektionszahlen dann wieder in die Schulen bekommen, die dann gegebenenfalls da wieder weitere Kinder anstecken. Also da müsste man auch nochmal schauen, wie wir das dann reduzieren können. Aber auf jeden Fall weiterhin Präsenzunterricht, ja. Schulen offen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das muss man schon sagen. Auch wenn wir natürlich jetzt alle deutlich besser aufgestellt sind als noch im Frühjahr, zu Beginn der Corona-Phase bzw. des Lockdowns, ist es schon so, auch wenn der Distanzunterricht jetzt auch eine ganz andere Qualität hat, es reduziert sich mehr oder weniger auf Unterricht. Mhm. Und Schule macht einfach so viel mehr aus als Unterricht. Das ganze Soziale, was wegbricht, die Kontakte zu den Lehrkräften, aber auch den Mitschülerinnen und Mitschülern natürlich, die Aktivitäten, die Schule auch darüber hinaus noch anbietet, über den regulären Unterricht, all das fällt ja weg und ist nicht möglich, wenn wir eine Lockdown-Situation haben. Und ich finde das auch gerade für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und auch die Lernmotivation und das, die Lernentwicklung, das ganz wichtig ist, dass sie im Kontext, im schulischen Kontext einfach lernen. Gerade mit Marc Buchholz ja angesprochen, das Thema Maskenkontrollen. Ja. Die Hygienekonzepten an den Schulen sind 1A und dann sind halt die Busse zu voll. Es ist zu eng an den Haltestellen. Gibt es da jetzt noch eine Forderung von Lehrerseite, von Schulseite? Also es ist im Moment wirklich eine sehr anspruchsvolle Situation in den Schulen, muss man sagen. Und bei wenigen Graden in zugigen Klassenräumen permanent mit Maske unterrichten zu müssen, also auch für die Lehrkräfte, ist es wirklich eine sehr unangenehme Situation, ganz klar. Trotzdem kann ich auch nicht sagen, wie hier eine Lösung sein könnte, weil wir wirklich versuchen, auf diese Weise die Schulen halt offen zu lassen, soweit wie möglich, und die Ansteckungsraten sozusagen herunterzubekommen. Und wir hatten auch seit Beginn des Ausbruchs der Pandemie keinen einzigen Ansteckungsfall in der Schule. Und das ist natürlich auch schon mal sehr positiv, dass man sagen kann, also Schule ist jetzt nicht sozusagen der Hotspot, wo viele Krankheitsfälle entstehen, sondern die entstehen ja eher im privaten Bereich. Ich glaube auch, dass der Weg zur Schule und das Ganze drumherum jetzt auch nicht so kritisch sind. Aber es kommt natürlich immer wieder zu größeren Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern, die vor Räumen warten müssen, die auf den Schulhof warten, die sich zur Bushaltestelle begeben. Aber all das lässt sich auch irgendwie nicht so richtig vermeiden. Schon vor Corona digital gut aufgestellt, das Karl-Ziegler-Gymnasium, Schulleiterin Simone Reuen aus dem Förderverein Friedrich Linder und aus der Q1 Emily Linder und Melissa Schneiderreit. Lieben Dank für euren Besuch und auch zu euch kommt das Christkindchen noch ganz kurz. Diana mit zwei Puh-Männern von der Bäckerei Hämmerle. Und wir haben noch mal ein bisschen Musik für euch. Er war im Sommer auch schon hier am Flughafen Essen-Mülheim. Zwei Songs hat er gerade schon performt. Hier ist sein dritter, C'est la vie mit Toxic. Weißen Nikes können die Leere nicht füllen. Sie weiß ein bisschen weiß, es kann die Leere nicht füllen. Und eine Nacht zu zweit kann unsere Leere nicht füllen. Nee, ihr Lachen ist in Schmerzen gehüllt. Sie hat schon unzählige Männer gehabt. Die meisten haben sie heftig verarscht. Und sie will hoffen, dass sich's nicht wiederholt. Auf ihrer Pille lacht ein kleines Hello Kitty Symbol. Und ich weiß, du willst nichts Böses, sondern einfach mal gewöhnlich. Dieses Schweigen ist so tödlich. Ich kenne keine, die so schön ist wie du.
Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist. Nein, wir tun uns nicht gut, nee. Haben hier nur Zuflucht gesucht. Über uns bauen sich Gewitter zusammen. All deine Küsse haben einen bitteren Geschmack. Und fuck it, auch wenn ich hier keine Lösung find, kann ich nicht denken, komm nicht klar darauf, wie schön du doch bist. Ich bin zerstört, du bist zerstört. Doch wenn ich davon rede, kannst du's hören. Ich schlafe breit in deinem Loft ein. Will nicht allein in meinem Kopf sein, wenn du denkst, ich hab dir nicht die Wahrheit erzählt. Der Blick in deinen Augen kommt nicht klar auf mich selbst. Und ich weiß, du willst nichts Böses, sondern einfach mal gewöhnlich. Dieses Schweigen ist so tödlich. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Nein, ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist. Ich schlafe breit in deinem Loft ein. Will nicht allein in meinem Kopf sein, wenn du denkst, ich hab dir nicht die Wahrheit erzählt. Der Blick in deinen Augen kommt nicht klar auf mich selbst. Und ich weiß, du willst nichts Böses, sondern einfach mal gewöhnlich. Dieses Schweigen ist so tödlich. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Nein, ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist wie du. Ich kenne keine, die so schön ist. C'est la vie in Begleitung von seinem Pianisten Philipp und Toxic. Lieben, lieben Dank für eure Live-Musik hier beim Jahresrückblick Mülheim Menschen und Momente. Zwischendurch habt ihr immer unser Christkindchen gesehen, Diana Blasius, die Insta-Stute bei Instagram. Könnt auch mal ein Like da lassen, super schönes Profil, was sie da hat. Und zum Christkind gehören natürlich auch Engel. Und zwei Engel möchte ich jetzt heute Abend hier begrüßen. Zum einen Daniela Dammeier vom Evangelischen Krankenhaus von den Grünen Damen und Claudia Schmalenbach, Pfarrerin im Evangelischen Krankenhaus. Schönen guten Abend, die Damen. Am EKM gab es wegen Corona lange Zeit ein Besuchsverbot, aber die Patienten konnten trotzdem Grüße, Blumensträuße, Geschenke empfangen. Die habt ihr bzw. die Grünen Damen dann, Daniela, du unter anderem mit angenommen und dann weitergeleitet. Was sind so die Aufgaben generell von den Grünen Damen? Kennen vielleicht nicht alle bei uns in der Stadt. Oder Sie gerne auch. Also die Grünen Damen kommen eigentlich aus den USA, ja. Schon vor über 50 Jahren. Hat mal die Brigitte Schröder, eine Ehefrau eines berühmten Politikers, hat die Idee hierhin mitgebracht. Das ist ein Ehrenamtsservice in Krankenhäusern für die Tätigkeiten, wofür das hauptamtliche Personal nicht so viel Zeit hat. Für Gespräche, ja. Für Lotsendienste. Wir machen zum Beispiel normalerweise auch Cafés im Krankenhaus in bestimmten Bereichen und haben einfach ein Ohr für die Menschen. Und normalerweise sind das über 90 in Mülheim, im evangelischen Krankenhaus. Ja. Und zu Corona-Zeiten gehörten viele davon zur Risikogruppe. Zum Glück Daniela nicht. Genau, und dann kommst du jetzt ins Spiel. Du hast Schichten am Stück gekloppt, ich glaube sogar 7 Tage am Stück nonstop deinen Einsatz. Berichte mal ein bisschen davon, wie war das? Wie hat dich das persönlich getroffen, die Geschichten, was hast du da erlebt? Ja, man erlebt natürlich auch außerhalb von Corona-Zeiten immer sehr viel in einem Krankenhaus. Aber das war natürlich jetzt nochmal eine ganz besondere Zeit. Die Claudia Schmalenbach hatte mich angerufen, um mir zu sagen, dass eben alle Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja auch grüne Herren bei uns, leider nicht mehr kommen können, und hatte mich gefragt, ob ich bereit wäre, weiter tätig zu sein. Das war für mich natürlich völlig klar. Und ich fragte sie dann, wann soll ich denn kommen, morgen, wann braucht ihr mich, gleich. Und ja, und seitdem war ich eigentlich irgendwie gefühlt, täglich da. Und unsere Aufgabe war es natürlich, zunächst die Sachen, die für die Angehörigen, für unsere Patienten abgegeben worden sind,
direkt zu den Patienten zu bringen. Teilweise, wenn natürlich Patienten mit Frakturen im Bett liegen, schmeißt du nicht die Tasche hin, ja, sondern bist behilflich beim Ausräumen, sprichst mit den Patienten und es sind ja viele dementiell auch verändert. Das heißt, mach denen mal klar, warum komme ich jetzt und nicht jemand anders? Was ist Corona? Und da hatte ich eben so eine niedliche Situation, da hatte ich einer Dame dann versucht, das zu erklären, die ganz traurig war, dass ich eben nur komme und nicht ihre Nichte. Und habe ihr das versucht zu erklären und dann hat im Nebenbett eine andere Dame im gleichen Alter dann gesagt, na Mensch, das ist doch wegen Verena, verstehst doch. Und das sind eben auch mal so Momente, wo man auch mal so mal ein bisschen schmunzeln kann. Ja. Ich glaube aber, nach Feierabend kann man da auch nicht abschalten. Das nimmt man doch mit nach Hause. Ne? Das muss man doch irgendwie so verarbeiten, diese ganze Situation. Weil du hast ja auf Arbeit keine Möglichkeit, da groß mit jemandem zu sprechen. Du hörst die Sorgen der Menschen an, der Patienten, kommst mit denen ins Gespräch. Aber du hast doch bestimmt auch Gesprächsbedarf und musst drüber reden. Ja, also die Menschen öffnen sich sehr schnell. Die lassen dich schon recht schnell in ihr Leben hinein. Gerade jetzt in der wirklich heftigen Lockdown-Phase war es so, dass viele Patienten, wenn du abends eben noch im Foyer Dienst getan hast, so ein bisschen mit ihrem Tropfständer noch abends gekommen sind, weil sie sich einfach noch ein bisschen unterhalten wollten. Dann hast du eben Fotos hier mit angeschaut, dir Lebensgeschichten angehört. Und manchmal, ja, es ist auch schwierig, das alles so auch aufzunehmen. Und wir haben Gott sei Dank so einen schönen Raum der Stille im Foyer. Und ja, da bin ich öfters mal zwischendurch rein, habe eine Kerze angezündet und dann ging es weiter. Und wenn ich nach Hause kam, ja, dank Homeschooling, durfte ich dann mich dann mit anderen Themen beschäftigen. Und dann hat man das schnell wieder erstmal verdrängt, das andere, bis zum nächsten Tag. Aber schön, dass es so Menschen wie dich, wie euch gibt. Frau Schmalenbach, Sie betreuen auch das Hospiz bei uns in Mülheim. Und da fehlen ja jetzt zum Beispiel durch den Adventsmarkt die Möglichkeiten, Spenden zu sammeln. Aber da hat unser neuer Oberbürgermeister Marc Buchholz großzügig einen Beitrag geleistet. Das ist richtig. Ja, der hat uns am Dienstagnachmittag besucht. Das ist sehr schön, denn wir haben in der Tat in diesem Jahr, also ich bin die Vorsitzende des Fördervereins, deshalb weiß ich das. Wir sind ja gesetzlich verpflichtet, einen Teil der Betriebskosten durch Spenden aufzubringen. Und wir hatten in einigen Monaten einen Einbruch von 60%. Weil keine großen Geburtstage stattfinden, keine Firmenjubiläen, wo wir sonst Spenden bekommen haben. Und unser Martinsmarkt, so heißt er bei uns, der hat auch nicht stattgefunden. Das ist richtig. Und da freuen wir uns sehr, wenn Mülheimer an uns denken. Schöne Geste, ja. Ich möchte nochmal aufs Krankenhaus zurückkommen. Die Krankenhäuser konnten unter bestimmten Voraussetzungen jetzt Bonizahlungen anfordern. Das EKM kriegt jetzt so eine Corona-Bonuszahlung. Es gab natürlich dann auch zu Beginn der Pandemie, wir uns alle haben auf dem Balkon gestanden und natürlich geklatscht. Welche Wertschätzung erreicht euch? Welche Wertschätzung ist euch wichtig? Was hat euch erreicht? Vielleicht neben den Taschen für die Patienten vielleicht auch noch ein kleiner Schokogruß für eure Leistung? Ja, also vom Krankenhaus sind wir dann auch immer mal mit diversen Hüftgold bedacht worden oder mal so ein heiß gehandeltes Fläschchen Sterilium für die Kitteltasche. Für uns ist eigentlich am wichtigsten, dass die Patienten sich freuen, dass wir einfach was Gutes tun können. Und ich finde es immer niedlich, wenn man dann so in ein Patientenzimmer kommt und dann sagt so aus vollem Hals eben ein Patient, ach, Sie sind ein grüner Engel. Na, ich sag, mein Mann sieht es vielleicht manchmal ein bisschen anders, aber hier, ja. Und du hast auch eben schon gesagt, es gibt nicht nur die grünen Damen, auch die grünen Herren und ihr könnt trotz, Sie sagten gerade, Frau Schmalenbach, 90 Männer, Frauen gibt es, ja, aber die so Zahl nach oben so viele sind es im Moment nicht mehr, ne? Ist offen. Ist klar, ja. Aber es sind viele im Sommer wieder zurückgekommen. Und also für mich war einfach die größte Wertschätzung auch, dass in anderen Krankenhäusern hieß es, Besuchsverbot ist Besuchsverbot. Und da blieben auch die Ehrenamtlichen draußen. Und bei uns hier in Mülheim zählen also meine Ehrenamtlichen zu den Mitarbeitenden, schön, halt zu ehrenamtlich Mitarbeitenden. Und es war von Anfang an selbstverständlich, dass sie kommen durften und dass wir ein Teil des Teams sind und unterstützen und dass anfangs so viele nicht da waren. Das hatte einfach
damit zu tun, dass das Krankenhaus sie schützen wollte, wenn sie eben das entsprechende Alter hatten. Und das ist einfach die größte Wertschätzung, dass wir gemeinsam ein Team sind und schauen, dass wir gut durch diese Krise kommen. Und das hoffe ich, dass wir das wirklich alle schaffen. Dankeschön für die Geschichten, für die Emotionen. Ich bin sonst einer, der früher mal gern alle gedrückt hat. Fühlt euch mal von mir herzlich gedrückt für eure tolle Leistung. Und auch hier das Christkind für die Engel, für die grünen Damen, Daniela Dammeier und Claudia Schmalenbach vom Evangelischen Krankenhaus. Denkt an unser Gewinnspiel 01378, dreimal die 5, dreimal die 4 zu gewinnen. Eine Fahrt mit Luftschiff Theo, ein Wochenende in einem Audi Roadster vom Autohaus Wolf und ein Smartphone Honor 10 mit 64 GB. 50 Cent kostet der Anruf unter der Nummer, die ich gerade gesagt habe, vom Handy deutlich mehr. Mitmachen ab 18 und die Teilnahmebedingungen auf mühlhammer-momente.de. So, ich gehe nochmal rüber zum Tisch, steht hier. Regieanweisung habe ich mir aufgeschrieben, denn wir haben nochmal Musik für euch. Gerade hatten wir sie schon richtig schön weihnachtlich und wir hatten sie mit dem Münchner Freiheit-Cover zu 1000 Mal Du. Und ich habe euch versprochen, sie bringen noch ihre aktuelle Single mit. Hier sind für euch aus Essen nochmal Zeitflug mit Hey Bonita. Dich anzusehen, will nur noch bei dir sein. Hola, Bonita. Jeder Kuss von dir ist feurig heiß. Ich verbrenn mich, doch kann nicht gehen. Will dein Feuer weiter spüren. Hey, Bonita, sexy Señorita. Vamos a bailar, salsa, bis der Morgen uns wach küsst. Hey, Bonita, todo en mi vida. Tu eres mi corazón. Vamos a bailar. In deiner Nähe, für immer noch bei dir, fühl ich mich endlich frei. In deiner Nähe, für immer noch bei dir, und noch mit dir allein. Cantamos, sentimos, vamos a bailar. Mit dir war viel zu kurz. Wir können nicht einfach gehen. Komm, wir beide bleiben hier. Wir warten auf den nächsten Mond. Die Zeit wird so langsam vergehen. Es gibt nur noch uns zwei. Hey Bonita, sexy Señorita. Vamos a bailar salsa, bis der Morgen uns wach küsst. Hey Bonita, todo en mi vida. Tu eres mi corazón, amor. Krieg Lust auf Urlaub. Dankeschön an Ruben, an Martin und an Dennis. Zeitflug gibt jetzt auch, glaube ich, noch einen Remix, habe ich gelesen, von Hey Bonita. Auf jeden Fall hat das Laune gemacht auf hoffentlich Urlaub 2021. Zeitflug aus Essen.
Ihr dürft schon Platz nehmen. Ja, schiebt ihn mal nach hinten. Wenn er seine Maske vergessen. Ja. Ich war traurig am 18.10. Ich war erstmal satt. Ich war nämlich zum letzten Mal im Frankies am Wasserbahnhof. Da sind die Lichter ausgegangen. Kurze Zeit später, aber angegangen, ein Stückchen weiter unten an der Ruhrpromenade. Und worauf möchte ich hinaus? Dass trotz Corona sich in diesem Jahr einige Gastronomen was Neues getraut haben. Unter anderem der Mann zu meiner Linken, den ihr auch gerade schon gehört habt mit White Christmas. Richard Reichenbach von der Frankies Gastronomie, möchte ich es mal sagen, weil ihr habt ja mehrere gastronomische Lokalitäten bei uns. Lass uns mal alles der Reihe nach starten. Los ging es 2-3 Tage vorm ersten Lockdown. Da habt ihr euch getraut, in Mintert aufzumachen. Herzbubbern gehabt, dass ihr überhaupt aufmachen könnt? Ja, auf jeden Fall. Erstmal ganz liebe Grüße an meine beiden Partner, Sandra und Tobias. Das muss sein, die sehen natürlich auch mit zu. Es war schon sehr eng und wir hatten ja 4 Wochen vorher das Hotel eröffnet und dann kam der Lockdown immer näher. Wir haben uns gedacht, ja gut, wir nehmen das als Probezeit sozusagen, auch wenn es nur 2-3 Tage sind, einfach mal die Maschinerie, die wir monatelang vorbereitet hatten, einfach mal zum Laufen zu bringen, um zu sehen, wie es wird. Aber es ist gut geworden. Also ich war im Sommer mal bei euch, schönes Wetter draußen, Biergarten, die ganze Terrassenlandschaft. Also das hat sich dann doch, ich würde sagen, gelohnt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Da sind wir auch sehr froh darüber. Ja. Eine andere Adresse, die sich in diesem Jahr gar nicht gelohnt hat. Frankies ist am Güterbahnhof. Events, Tote Hose, Weihnachtsfeiern sind noch abgesagt worden. Also das ist wahrscheinlich jetzt so ein Lost Place in Mülheim. Absolut. Das liegt brach. Das wird wahrscheinlich auch noch dauern bis, denke ich mal, Herbst 2021, bis man da wieder mal was starten kann. Wir nutzen die Zeit und funktionieren die Küche vor Ort in eine Produktionsküche um für zukünftige Bankette vorproduzieren zu können für alle unsere Objekte und auch für Caterings, Großcaterings auf der Zeche Zollverein. Ich muss jetzt überlegen, dass ich mit diesen ganzen Frankies nicht durcheinander komme. Frankies am Wasserbahnhof wird jetzt zum Jahresende umgebaut, renoviert. Deswegen musstet ihr dazu machen. Da gab es keine Alternative. Ja. Dafür habt ihr gesagt, mach mal 34 süß-sauer weg, kein Muck raus, Frankies an der Ruhrpromenade rein. Und da ist jetzt der nächste Lockdown. Richtig, ja. Macht also, doch keinen Spaß, oder? Ja, aber es kann auch ein Zeichen sein. Ja. Mintert ist nach dem ersten Lockdown sehr gut gestartet. Vielleicht ist es mit Frankies an der Ruhrpromenade auch so, dass sie nach dem zweiten Lockdown gut startet. Wie sieht's für dich jetzt mit diesen Corona-Regeln aus? Ich meine, wir mussten unsere Daten bei euch immer da lassen. Es wurde alles desinfiziert. Es wurden keine Menagen auf den Tisch gestellt. Die wurden eingedeckt. Ihr habt ein super Hygienekonzept gehabt. Also ich glaube, ihr fühlt euch unwohl, lasse ich es mich so ausdrücken vom Stream, dass ihr jetzt schon fast ja dann 10 Wochen zu habt, wenn wir bis zum 10. Januar gehen. Ne? So ist es und es wird unserer Meinung nach noch weitergehen. Also wir sehen das eher so, dass es bis Karneval weitergeht, vielleicht sogar bis zum 1. März. Das ist schwer planbar, natürlich für die Behörden auch, aber für uns umso schlimmer. Wie sieht's aus, ein Rückgang auf die Schleuseninsel, wenn das Frankies da, wenn der Wasserbahnhof renoviert ist? Man hat gelesen, es sollten Wohnungen hinkommen, dann hat man gesagt, nee, da muss wieder ein Bebauungsgesetz abgeändert werden, das darf nicht sein. Wollt ihr wieder hin? Also ich vermisse den Biergarten, ich vermisse ganz ehrlich diese geile Bar da drin jetzt schon, auch wenn erst seit Ende Oktober zu ist. Ja, also wir haben ja immer gesagt, wenn die Konditionen stimmen, dann kommen wir. Und zur Not halt als übernächster Gastronom. Einer, der mal so kurz 3 Monate macht. Ja. Sonst sag mir gleich mal, wenn die Kameras aus sind, an wen ich mich wenden muss, dann mache ich eine Petition, an die da wieder hinkommt. Sehr gern. Ein Platz weiter, Jerome Krüger. Er hat sich auch in diesem Jahr getraut, was Neues zu starten in der Altstadt an der Bachstraße. Das Kaff. Erstmal schön, dass du da bist. Hi Stefan, hallo Publikum. Und Vorteil bei euch war, alle anderen mussten ein Hygienekonzept einreichen und die Tische weiter auseinanderstellen. Ihr konntet gleich mit mehr Platz anfangen, das war doch positiv. Ja, wir sind die erste Gastronomie, die tatsächlich Corona-konform eröffnet hat. Wir haben am Ende ja wirklich so umgebaut, dass es von Anfang an geklappt hat. Wir haben auch im Thekenbereich 1,50 Meter Platz für die Mitarbeiter. Wir haben so viele Desinfektionsspender. Ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet, da hatten wir nicht so viele. Also das ist irgendwie. Und es läuft, also ich sage jetzt mal vorm Lockdown, liebes super. Ihr hattet sonntags und montags Ruhetag. Den Sonntag habt ihr dann schon gekippt und den mit aufgemacht jetzt zum Schluss. Ja, wir haben ja im Juli eröffnet und das war wirklich, das Publikum hatte Bock. Die Leute hatten wieder Lust, rauszugehen und bei uns war es immer voll, wir sind rotiert. So, wir hatten immer einen 16-Stunden-Tag und zuletzt haben wir tatsächlich dann ja auch den Sonntag zum Frühstück eröffnet.
haben das Team noch umstrukturiert und ja, dann war jetzt Ende Oktober Ende. Aber ich meine, ist ja auch eine geile Location da im Sommer draußen, mit Blick auf die Altstadt hoch, zur Mausefalle hoch, das Tor da, also es ist grandios. Gute Location. Ja, das war, das hatte niemand so auf dem Schirm. Mhm. Also diese Location gab es ja schon immer, also ja, früher als Diebitz Fassgeller. Und trotzdem war das so eine Stelle, an der man immer vorbeigegangen ist. Ne? Also Diebitz Fasskeller war immer irgendwie düster, draußen standen die Mülltonnen vom Haus und so, die Beete waren nicht gemacht. Und ja, da haben wir einmal aufgeräumt, haben die Außengastro gemacht, haben es einfach heller gestaltet, die Beete bepflanzt und plötzlich sagen alle, oh, hier kann man ja auf die Mausefalle schauen, auf den historischen Bogen, auf die Petrikirche. Und es ist ein neuer Ort entstanden. Ihr habt vegane Produkte, legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Scheint jetzt echt so der Puls der Zeit zu sein. Ne? Pöngel und Prütt haben wir. Wir haben, es ist Ronjas im Ringlockschuppen. Ihr? Vereinsheim, genau. Ja, es gibt in der Mühlheimer Innenstadt mittlerweile mehr vegetarische Angebote als Metzger. Ja, und man nimmt sich ja nichts weg. Ne? Ihr ergänzt euch. Ihr seid irgendwie so ein kleines Netzwerk, was sich da gebildet hat. Ja, ich war heute noch bei Pöngel und Prütt. Ja. So soll es sein. Aber was euch auch jetzt fehlt, der Weihnachtsmarkt, der Adventsmarkt in der Altstadt, da hätte man natürlich noch ein bisschen, nicht nur Umsatz machen können, sondern wahrscheinlich auch einen Stand draußen machen können. Ja. Live-Musik war, meine ich, auch. Live-Musik, ja. Genau. Ne? Eigentlich, wir sind ja zuletzt ein Café gewesen. Wir wollten aber eigentlich auch Bar werden und wir wollten auch ein neuer Ort für Live-Musik werden. Wir haben ja auch eine Bühne. Und jetzt werden eigentlich die Weihnachtskonzerte, ja, nächstes Jahr. Sobald die Gastronomen wieder offen haben, werde ich auf jeden Fall da sein, weil ich muss mich immer aufteilen. Ne? Dann höre ich ja von Gastronom A, warst lange nicht mehr bei uns. Wenn du bei Gastronom B und C warst, ich kann ja auch nicht immer zu allen gleichzeitig kommen. Aber wenn ihr wieder aufhabt, bei euch bin ich auf jeden Fall und das immer wieder ganz gerne. Richard, du möchtest noch was sagen? Ja, eine Sache noch. In den schweren Zeiten muss man zwei Sachen haben. Einmal eine gute Hausbank und dann auch gute Verpächter. Und einen möchte ich wirklich hervorheben, das ist der MWB an der Ruhrpromenade, der uns wirklich schon länger unterstützt. Großes Lob. Ist angekommen. Und ich sage Dankeschön, großes Lob für euren Besuch an Richard Reichenbach und an Jerome Krüger. Ich will mal Jeremy sagen. Aber Jerry ist die Kurzfassung. Die meisten Leute nennen mich Jerry. Ja, ich bleib bei Jerry. Dann kommen wir ja nicht durcheinander. Jerry Krüger und für euch natürlich auch von unserem Christkind von der Jana noch ein paar Puhmänner zum Frühstück für morgen. Schön dick Nuss-Nougat-Creme drauf. Ah, lecker, lecker. Dankeschön. Legt mir doch auch gleich bitte einen weg, liebe Jana. Für euch die letzte Chance, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. 01378, 3x die 5, 3x die 4, 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, vom Handy deutlich teurer. Eine Rundfahrt mit Theo, ein Wochenende Audi TT Roadster oder ein niegelnagelneues Handy. Kleine Pause und danach das Finale. Mein Name ist Norbert Karas, ich bin Luftschiffpilot bei der WDL in Mülheim an der Ruhr. Ein Flug mit dem Luftschiff hat immer etwas Ursprüngliches von der Fliegerei. Das fasziniert mich besonders. Im Start kommt es immer auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bodencrew und Piloten an. Wir fliegen rund 300 Meter über Grund. Aus dem Luftschiff hat man einen fantastischen Blick auf die Landschaft und kann Sehenswürdigkeiten aus einer ganz einmaligen Perspektive betrachten. Nachtflüge sind immer ganz besondere Erlebnisse. Die Städte erstrahlen in bunten Lichtern und mit der Dunkelheit der Nacht entsteht an Bord eine unvergleichliche Atmosphäre.
mich schon wieder auf den nächsten Stand. Wenn es wirklich darauf ankommt, zeigt es sich. Hier gibt keiner auf. Hier packt jeder mit an. Hier findet man einen Weg. Hier blicken wir nach vorne. Hier wird neu gedacht, neu gemacht und trotzdem noch gelacht. Danke, dass ihr alle hier seid. Gemeinsam schaffen wir auch das. Hier hilft man sich. Hagebaumarkt. Gemeinsam sind wir stark. Das ist der Genossenschaftsgrundgedanke bei der MWB. Das Prinzip hat sich über Jahrzehnte bewährt und ist gerade heute wieder aktuell. Gemeinsam handeln zum Nutzen aller. Die MWB lebt diesen Gedanken jeden Tag. Bezahlbares und gutes Wohnen für alle Menschen hat für die Genossenschaft Priorität. Das äußert sich darin, dass wir für Menschen in allen Einkommensklassen immer sehr gute Wohnungen anbieten, in sehr guter technischer Ausstattung, die vernünftig bewirtschaftet werden und in Schuss sind. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil von Mülheim Menschen und Momente 2020, der Jahresrückblick aus der Luftschiffhalle der WDL. Schön, dass ihr noch dabei seid. Der 11.11. ist längst vorbei. Die Karnevalssession läuft aber auch anders als geplant. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Uferkamp, dem Präsidenten vom Hauptausschuss Großmülheimer Karneval, und unserem Prinzen der letzten Session, Dennis Weiler. Hello. Hello, lieber Stefan. Hello. Dennis, hättest du gedacht, nach der After-Show-Party, After-Zug-Party in Frankies im Ruhrkristall, dass danach jetzt erstmal kein Karneval mehr so gefeiert wird, wie wir ihn zusammen gefeiert haben? Also wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, niemals im Leben. Ich kann eine schöne Anekdote zu erzählen. Als ich mein Haus finanziert habe mit meiner Frau zusammen, ich arbeite ja auch im Beruf der Veranstaltungsbranche, da hat die Bankerin mich gefragt, Herr Weiler, was machen Sie denn, wenn mal irgendwann nicht mehr gefeiert wird? Ich sag, machen Sie sich keine Sorgen, gefeiert und ... wird immer. Und wenn ich so an diesen Spruch zurückdenke, dann mache ich mir tatsächlich schon große Sorgen, weil ich glaube, so wie wir Karneval erlebt haben, jetzt in der letzten Session, wird es erstmal in den nächsten 2-3 Jahren leider nicht werden. Wir werden mit dem Thema Corona definitiv leben müssen. Wir werden uns damit identifizieren müssen und wir werden lernen, damit Karneval zu feiern. Das denke ich. Und wenn du jetzt gerade nochmal zurückblickst, war die Session wahrscheinlich noch emotionaler, noch toller. Wenn ich an Prinzenball denke mit Wolfram Kohns, wo der die spitze Feder gekriegt hat, an Schalala, das bleibt unvergessen. Es gibt für viele, viele Mühlheimer tolle Eindrücke, die letztendlich hoffentlich in den Köpfen gespeichert bleibt. Es ist für mich wirklich eine Ehre gewesen, mit Josephine Stachelhaus, meiner Prinzessin, das Ganze so zu tun, wie wir es getan haben. Es ist unvergesslich, würde ich sagen, für viele Mühlheimer. Wir haben wirklich viele Lobesreden bekommen und wir sind wirklich, ich würde nicht sagen in allerhöchsten Tönen, aber wir wurden im Grunde genommen jetzt schon wieder vermisst. Und da wurde gefragt, ja, kann man nicht vielleicht nochmal Schalalala singen, auch wenn es digital ist oder so. Wir haben es Erwachen gemacht, am 11.11. haben wir selber auch einen Livestream gemacht, 10 Stunden und 10 Minuten lang, und da haben wir ein bisschen so an die schöne Zeit zurückgedacht und es war wirklich unvergesslich. Aber du bleibst im Mühlheimer Karneval erhalten? Selbstverständlich. Ich habe ja dank dem Hauptausschusspräsidenten auch eine neue Wirkungsstätte bekommen, beziehungsweise einen wichtigen Kreis übergeben bekommen. Und zwar ist das der Förderkreis. Das sind unsere angeschlossenen Ehrensenatoren im Förderkreis
des Hauptausschusses. Das sind wichtige Unterstützer, die uns finanziell unterstützen. Das sind Privatpersonen, aber auch sehr viele Geschäftsleute, die im Grunde genommen die Jugendarbeit im Karneval fördern, das Brauchtum generell hier in Mülheim fördern. Wir leben ja größtenteils eigentlich durch ehrenamtliche Menschen und auch durch Spenden. Und dieser Förderkreis ist wirklich für uns extrem wichtig. Und diese Aufgabe habe ich mir in der kommenden Session und auch für die nächsten Jahre ans Bein gebunden. Ich mache das gerne. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran. Das Netzwerken steht einfach im Vordergrund. Und ich freue mich auf die tolle Aufgabe. Vielen Dank, Markus. Sehr schön. Markus, am 14. November ist der Narrenbaum aufgestellt worden. Auch das in der Corona-Edition normalerweise mit vielen Mülheimern, die dann vorm Forum stehen und mitfeiern. Und in diesem Jahr, ja, der Narrenbaum steht. Ja, das ist vollkommen richtig, Stefan. Der Narrenbaum steht, das haben wir gemacht. Wir haben auch bis Anfang Oktober daran festgehalten, eine Veranstaltung durchzuführen. Haben diese Veranstaltung auch mit dem Ordnungsamt dementsprechend geplant und haben dann halt vom Kurt-Schumacher-Platz sind wir runtergegangen auf dem Rathausplatz, weil wir dort einfach die Gewissheit hatten, wir hätten dort 300 Personen auf Corona-Abstandsregeln zu dieser Veranstaltung auf diese Fläche lassen können. Aber Anfang Oktober, als die Zahlen in Mülheim nach oben gingen und da mussten wir auch irgendwo reagieren. Ich war immer einer gewesen, der Anfang des Jahres gesagt hat, wir sagen in Mülheim nicht den Karneval 2020, 2021 frühzeitig ab. Aber als mich dann der OB Marc Buchholz angerufen hat, hat er gesagt, hör mal, die Zahlen sind so hoch, wir müssen irgendwas jetzt machen. Da hatten wir das aber schon entschieden und haben gesagt, okay, wir sagen diese Veranstaltung ab. Es wird kein Narrenbaum-Einweihung auf dem Rathausplatz geben, aber den Narrenbaum, das Symbol des Mülheimer Karnevals, das Symbol des Zusammenhalts der 12 Mülheimer Gesellschaft mit dem Hauptausschuss, der ist aufgestellt und den kannst du dir oben am Kurt-Schumacher-Platz anschauen. Ja, der Rosenmontagszug ist auch abgesagt. Lockdown jetzt bis 10. Januar, da bleibt ja nicht mehr viel Zeit, knappe 4 Wochen, wenn wir denn dann ab dem 11. wieder was machen dürfen. Wie plant ihr das bisschen Session? Ja, geplant ist zurzeit noch der 15.1., das ist sehr optimistisch gesehen, 15.1.2021 bei meinen Freunden im Güterbahnhof, im Frankis Güterbahnhof, der Sponsorenempfang, wo wir unsere neuen 6 Ehrensenatoren auch ganz gerne ernennen würden. Man muss realistisch sein, Stefan, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass es eine Außenveranstaltung in diesem Jahr im Mülheimer Karneval geben wird. Wenn man sieht, gestern hat der Düsseldorfer Karneval, das ist ja eine Hochburg, seinen Rosenmontagszug auch abgesagt. Die Zahlen gehen leider nicht runter, die gehen immer weiter hoch. Es wäre ein ganz falsches Signal, was der Karneval ausstrahlen würde, jetzt zu sagen, wir wollen auf Biegen und Brechen eine Veranstaltung machen. Wir wollen realistisch sein, es wird nicht viel in dieser Session geben. Ich habe da immer noch mit dem Dennis die Hoffnung, wir werden noch die eine oder andere Livestream-Veranstaltung machen, was mir persönlich und auch dem Dennis wirklich am Herzen liegt, ist für die Senioren, für die Pflegeheime und für die Behindertenheime irgendein Livestream zu machen, um die Freude dahin zu bringen, wo sie leider nicht alltäglich ist. Ich glaube, Dennis, da kriegen wir noch hin, ne? Das ist wichtig, dass zumindest ein bisschen Karneval stattfindet. Was ist mit dem Prinzenpaar für diese Session? Also eine Proklamation gab es ja nicht. Werden die dann eine Session weiter geschoben? Ja, wir haben ja beide Prinzenpaare relativ früh schon während der Session, als Dennis und Josie noch das amtierende Prinzenpaar waren, haben wir die Kleinen schon gewählt, haben dann im Frühsommer Kevin und Tamara als große Stadtprinzenpaar gewählt. Das sind unsere Prinzenpaare. Ich habe immer gesagt, Mülheim hat 2 Prinzenpaare. Daran halte ich auch fest. Sie werden auch in dieser Session unsere Stadt repräsentieren als Prinzenpaar. Leider haben sie nicht viel Möglichkeiten, das zu machen. Aber es ist ganz klar, die Verträge werden verlängert. Die beiden Paare werden das im nächsten Jahr machen. Sehr schön. Lass uns kurz über das Finanzielle sprechen. Mieten steigen, Kosten steigen, Spenden kriegt er ja jetzt auch nicht rein, weil halt keine Veranstaltungen stattfinden, wo man hätte Spenden sammeln können. Du warst im Rathaus, es sollen Gelder aus dem Kulturausschuss geben. Der Antrag ist gestellt. Wie sieht's da aus? Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Zeit. Wir haben natürlich dadurch, dass wir keine Veranstaltungen machen können, haben wir keine Einnahmequellen. Unsere Gesellschaften natürlich auch nicht.
Wir sind seit einem Jahr daran, dass wir endlich in den Kulturbetrieb der Stadt Mülheim aufgenommen werden, dass wir Fördergelder aus diesem Kulturetat bekommen. Ich war am Montag zu der ersten Kulturausschusssitzung eingeladen, hatte dort auch Rederecht bekommen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Mülheim ist finanziell halt nicht so gut aufgestellt, dass zusätzliche Gelder freigegeben werden können. Aber ich habe heute zwei tolle Gespräche geführt mit zwei Parteien hier aus Mülheim, die gesagt haben, so, wir haben doch die Möglichkeit, irgendwo eine Unterstützung. Das wird vielleicht nicht am Anfang so sein, wie wir uns das vorstellen, Stefan. Aber ich glaube schon, jeder hat erkannt, das Brauchtum Karneval hier in Mülheim leistet eine tolle soziale Arbeit. Und ich bin da guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Im Januar werden die Etatverhandlungen sein durch die Fraktionen. Das geht dann in den Stadtrand. Und ich hoffe einfach, dass wir für 2021 dann die nötige finanzielle Unterstützung bekommen, dass der Karneval in Mülheim hier weiterleben wird. Ich drücke ganz fest die Daumen, und auch wenn der Rosenmontagszug abgesagt worden ist, ein Sponsor, ein großer Sponsor ist nicht abgesprungen. Du bist gestern im Raphaelhaus gewesen, hast ganz viel Süßkram verteilt, Schokolade, Gummibärchen als vorzeitiges Nikolausgeschenk, auch eine schöne Geschichte. Ja, das fand ich natürlich ganz, ganz toll. Wir müssen so uns von diesem Gedanken, wenn man Sachen nicht verkaufen kann, dann schmeißen wir sie weg. Da müssen wir uns von lösen, und das hat die Selgros, ich möchte den Namen auch nennen, der Jörg Kampoff hatte mich angerufen in der vorherigen Woche und hatte gesagt, hör mal Markus, wir haben hier die Paletten stehen für Rosenmontag, es wird keine Züge geben, wir wollen es nicht wegschmeißen. Habt ihr eine Idee, hier in Mülheim ein soziales Projekt zu unterstützen? Und wir hatten seinerzeit mal, Stefan, einen Kinderprinzen aus dem Raphaelhaus, deswegen kam mir das Raphaelhaus direkt in die Gedanken. Und wir hatten dann gestern diese Übergabe gemacht, einen vollen Wagen von Selgros. Es wird, glaube ich, morgen auch in der Watt stehen. Ich habe es heute nicht gelesen. Also morgen und in der Mülheimer Woche. Und die Kinder freuen sich, haben viel Süßigkeiten zu Nikolaus bekommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal dahin, dass der Mülheimer Karneval auch soziale Sachen unterstützt und auch an die denkt, die sich darüber freuen, dass es Süßigkeiten gibt, bevor sie im Müll landen. Ein süßer vorweihnachtlicher Gruß also vom Mülheimer Karneval, vom Hauptausschuss Großmülheimer Karneval. Markus Uferkamp, der Präsident, war mein Gesprächspartner, und unser Ex-Prinz Dennis Weiler. Ich muss dich aber noch einmal unterbrechen, lieber ja, Stefan, bevor Schluss ist. Das ist ja der die letzte Möglichkeit, die ich habe. Weißt du, du hast eine ganz, ganz tolle Show heute hier gemacht. Dankeschön. Du machst Riesenwerbung auch für den Mülheimer Karneval. Morgens früh, ich höre das immer sehr gerne. Und wo es die Möglichkeiten gibt, unterstützt du uns. Wir haben einen Sessionsorden aufgelegt, trotzdem Jeck, trotz Corona 2020, 2021. Lieber Stefan, ich hätte dir lieber anders verliehen, das kann ich nicht machen. Ja. Corona-konform. Gleich auf Abstand. Gleich auf Abstand. Für ich dich bedanke mit mich. Einem Dreifach. Usmöl, Melau. Hello. Dankeschön. Ja, wie mache ich jetzt den Spagat von Karneval zu Weihnachten? Am besten harten Cut. Wir haben noch ein Musikstück von Tamay Bruns vorm zweiten Advent von Nikolaus. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide. Troubles will be miles away. Here we are as in older days, happy golden days of yore. Faithful friends who are near to us, gather near to us once more. The years we all will be together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough.
Könnte es ein schöneres Finale geben als Have Yourself a Merry Little Christmas von Tamer Bruns? Ich glaube nicht. Damit ein Dankeschön auch an die ganze Crew für diesen tollen Abend. Dankeschön an euch fürs Einschalten bei Mülheim Menschen und Momente. Der Jahresrückblick aus der Luftschiffhalle der WDL. Ich bin euch noch was schuldig, nämlich die Gewinner von unserem Gewinnspiel. Das niegelnagelneue Handy geht an Johanna Althoff. Ein Wochenende im Audi TT Roadster von Audi Wolf kriegt Astrid Sommer. Und den Rundflug mit Luftschiff Theo gewinnt Wolfgang Hausmann. Recht herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner werden von uns telefonisch benachrichtigt. Dankeschön fürs Mitmachen. Zwei kleine Tipps noch zum Abschluss. Die Traditionsparty Silent Night Comes Later gibt es auch in diesem Jahr, wenn auch nicht als Live-Party, dafür als Livestream-Party am 23.12. auf livestreamparty.de. Und unter der gleichen Adresse komme ich Heiligabend zu euch mit meiner Weihnachtsshow A Falkilicious Christmas. 16 Uhr bis Mitternacht, die schönsten Weihnachtssongs. Grüße nehme ich auch gerne noch über Facebook, Instagram oder WhatsApp an. Ich bedanke mich fürs Einschalten, danke fürs Anmachen, wünsche ein schönes zweites Adventswochenende, einen tollen Nikolaus und auch jetzt schon mal frohe Feiertage und vor allem bleibt gesund. Gute Nacht, euer Stefan Falkenberg.